rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan Podcast. Ja, hallo, hier ist Dieter Buchwald. Hier ist Timo Hildemann. Hi, hier ist Kevin Kurani. Viel Spaß bei Podcast. Wir werden den Weg in die Bundesliga gehen mit Respekt, mit Demut als Aufsteiger, aber wir kommen da, um zu bleiben. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und auch heute ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Tag zusammen. Wir sind wieder aus der Sommerpause da und fangen direkt an mit der Vorbereitung auf die neue Saison, mit der Vorschau auf die neue Saison. Und dafür haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Das ist heute Andreas Köstler vom Südwestdeutschen Rundfunk. Hallo Andreas. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, grüß dich. Servus. Grüß euch. Tom, möchtest du kurz mal sagen, wie wir die heutige Folge aufgebaut haben, wie wir die Saisonvorschau angehen wollen heute? Ja, natürlich. Und zwar der kleine Überblick zur Folge. Wir werden erstmal über die Schindelmeister-Entlassung und die Reschke-Verpflichtung sprechen. Dann werden wir durch den Kader pflügen, ein paar Worte zu Neuzugängen sagen, auch Abgänge natürlich. Und natürlich der Stand von Anfang August, falls ihr die Folge später hört. Dann geht es weiter zur Saisonvorbereitung. Wir gehen auch Testspiele ein, vielleicht Erkenntnisse aus den Trainingslagern. Dann auch die Sommerpause im Allgemeinen. Geben dann einen kleinen Ausblick auf die neue Saison. Hat sich irgendwas geändert? Was sind neue Gegner? Wie sind Anstoßzeiten, Übertragungen und so weiter und so fort? Und dann hatten wir euch auch darum gebeten, eine kleine rund um den Brustring Hörerbefragung zu machen. Und da wollen wir mal kurz ein paar Worte über die Ergebnisse verlieren und wie sich der Podcast in der neuen Saison verändert oder verändern wird. Genau, zu der Folge. Ja, Andreas, zunächst erstmal zu dir. Kannst du vielleicht noch gerade ein bisschen was über dich erzählen? Du arbeitest beim SWR. Was machst du da? In welchem Bereich bist du tätig? Und Ja, ich bin einer, der, sagen wir, schon länger dabei ist beim SWR. Ich bin genau seit dem 1. April 1984 dabei und mache seither verschiedene Dinge, komme eigentlich unter anderem auch aus dem Handball. Mache aber seit einigen Jahrzehnten VfB, habe früher viel KSC und Freiburg gemacht. Ansonsten, wie gesagt, noch Tennis, Handball und Extremsportarten. Selber bin ich 55 Jahre alt und bin selber auch relativ sportlich aktiv und habe jetzt in letzter Zeit relativ viel auch wieder mit dem VfB zu tun gehabt. Wir sind ja zu dritt in der Redaktion. Der Kollege Kiss, der Kollege Ottmann und ich, die den VfB betreuen. Und ich war jetzt bei der Saisonvorbereitung dabei, oder bei großen Teilen zumindest. Mhm. Bist du auch selber Fußballfan, also VfB-Fan oder von einem anderen Verein, oder hältst du dich da eher raus? Also wir hatten ja schon ein paar Journalisten hier, die teilweise natürlich, klar, logisch die journalistische, professionelle Distanz wahren müssen, aber auch natürlich mal mehr, mal weniger Fußballfan sind. Das ist witzig, weil das werde ich relativ oft gefragt. Bist du denn auch Fan von einem Verein? Ich war früher, und das muss ich auch sagen, als ich noch jünger war, tatsächlich auch im A-Block. Und auch daneben einige Zeit habe den 100-Tore-Sturm und den Aufstieg in die Bundesliga damals verfolgt. War da überraschenderweise tatsächlich mit meiner Mutter im Stadion. Die war nämlich großer VfB-Fan. Mhm. Ich selber sage aber auch immer, ich versuche tatsächlich das von dir angesprochene durchzuhalten, nämlich die journalistische Distanz. Denn ich glaube, als Fan, wenn man tatsächlich als Fan an eine Sache rangeht, dann verliert man ein bisschen den kritischen Blick, den ich denke auch die eingefleischten VfB-Fans von uns erwarten. Mhm. Ja, das stimmt. Wobei ich glaube, wenn wir heute bei den Themen, über die wir heute reden, wirst du merken, dass auch Fans durchaus einen sehr kritischen Blick teilweise pflegen auf den VfB. Aber dazu später mehr. Wir haben noch eine Frage bekommen von Ron auf Twitter, @brustring1893, der fragt, hat sich der VfB unter der Ägide von zunächst Schindelmeister und dann Dietrich verändert gegenüber den Medien? Ganz im Allgemeinen, fragt er. Kannst du da aus Mediasicht was zu sagen? Dazu, ja, kann ich schon was sagen. Ich glaube, dass unter der jetzt leider zu Ende gegangenen Ägide von dem Kollegen Schindelmeister ein sehr offener, direkter Austausch da war.
Jan Schindelmeiser war einer, den man tatsächlich auch alles fragen konnte, ob er da natürlich eine Antwort dazu gegeben hat, das blieb ihm überlassen, ist ja logisch. Aber er war einer, mit dem man offen und ehrlich sprechen konnte, ist es mit Sicherheit immer noch. Und das hat sich im Grunde geändert. Man hatte bei ihm immer den Eindruck, oder zumindest ich hatte den Eindruck, dass er tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten, die er hat, offen und ehrlich geantwortet hat. Und bei Dingen, die er nicht ansprechen durfte oder ansprechen konnte, hat er das auch ganz klar gesagt. Und das fand ich also im persönlichen Zusammenarbeiten mit dem Jan Schindelmeiser sehr gut. Und auch da muss ich sagen, hat es dann auch tatsächlich auch Spaß gemacht, rund um den VfB zu berichten. Denn das ist eigentlich das, was ich erwarte von einem, dass er offen, ehrlich im Rahmen der Möglichkeiten, ohne Betriebsgeheimnisse zu verraten, als adäquaten Partner ja einen sieht und dann auch so mit einem redet. Mhm. Und wie sieht es bei Dietrich aus? Hast du den auch mal im persönlichen Gespräch gehabt? Ja, den hatte ich natürlich bei den verschiedenen Gelegenheiten bei der Wahl, bei der Mitgliederversammlung. Ihr wisst ja, wie es dazu ging. Mhm. Danach, davor gehabt, war auch bei der ein oder anderen Veranstaltung von VfB in Dialog. Und da hatte ich ihn immer wieder auch mal im Gespräch, jetzt im Trainingslager auch. Allerdings ging es da nur um persönliche Dinge. Und bei ihm habe ich tatsächlich den Eindruck, dass er absolut, ich sage jetzt mal vorsichtig, sehr wortreich wenig sagen kann. Da ist er schon sehr der Understatesman, der durch die ganzen Sachen, die er vorher begleitet hat, sehr viel gelernt hat und auch relativ glatt dann rüberkommt. Mhm. Tom, hast du noch eine Frage? Momentan nicht. Also ich kann irgendwie den Eindruck nur bestätigen. Also ich bin jetzt kein Journalist natürlich, aber mir kommt Dietrich schon auch recht glatt und sehr wortgewandt rüber. Mhm. Ja, also ich kann auch das bestätigen, was du über Jan Schindelmeiser sagst. Ich hatte bei dem VfB im Dialog im Anschluss mal kurz mit ihm gesprochen und mit ihm auch ein bisschen für den Podcast über die Ausgliederung diskutiert. Und ja, also er ist schon, was er sagt, das hat schon Hand und Fuß. Und er ist da auch sehr offen im Rahmen seiner Möglichkeiten halt natürlich, also und hat vor allem auch Lust am Diskutieren. Also er versucht sich ja nicht mit einem Statement gleich rauszuwinden sozusagen und das Ganze zu beenden, sondern er hat schon auch wirklich versucht, es mir zu erklären. Vielleicht auch, weil ich da mehr als Fan rüberkam als das Podcast, obwohl ich ihm das Mikro unter die Nase gehalten habe. Aber ja, das die Eindrücke, die du schilderst, die kamen auch für mich so rüber in der Tat. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich mit Jan Schindelmeiser weiter. Tom, was ist denn eigentlich am Freitag passiert? Magst du es mal kurz für uns zusammenfassen und dann vielleicht deine Einschätzung der Ereignisse sagen? Ja, so ganz genau weiß ich bis heute noch nicht, was da passiert ist. Ich mache Twitter auf und lese vom VfB, dass Schindelmeiser von seinen Aufgaben entbunden wurde. Und bin eigentlich nach wie vor etwas ratlos, ob des Zeitpunkts, warum das gemacht wurde. Ich weiß auch gerade die offizielle Meldung gar nicht mehr, ob da auch drin stand, dass das aus teamtechnischen Konsequenzen dann passiert ist. Und relativ schnell drauf wurde ja dann bekannt gegeben, dass der Reschke zu uns kommt von den Bayern, der allerdings erst Ende August anfangen wird als Nachfolger von Jan Schindelmeiser als Sportvorstand. Mhm. Das ist, glaube ich, so mal in ganz kurz, was passiert ist. Ich bin ja relativ ratlos, ehrlich gesagt, weil ich zurzeit auch nicht so extrem beim VfB dran bin, wie ich das schon mal war. Deswegen, was zum Teufel ist passiert? Ja, Andreas, kannst du dir da einen Reim drauf machen, was da beim VfB passiert ist? Ich habe es die letzten Tage versucht. Ich bin tatsächlich auch am Freitag, als ich eigentlich schon aus dem Büro war, angerufen worden und sie ist, kannst du noch mal kommen? Der Schindelmeiser ist entlassen. Und da habe ich auch erst mal gedacht, hä, was ist los? Und dann bin ich wieder zurückgefahren und habe natürlich dann auch mal mit dem einen oder anderen telefoniert und mich an das Trainingslager erinnert.
und mich an die Gespräche erinnert, die ich mit dem einen oder anderen dort geführt habe und habe gedacht, okay, da ist also tatsächlich aus meiner Sicht ein Machtkampf zu Ende gegangen. Und der Verlierer ist ja ein Schindelmeister. Mhm. Also meinst du, es hat... Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Also was, Machtkampf zwischen ihm und dem Vorstand? Oder? Also wie gesagt, ich hatte im Trainingslager einige Gespräche geführt mit verschiedenen Leuten da im Umfeld des Vereins und hatte den Eindruck gewonnen, okay, da ist irgendein Machtkampf im Hintergrund im Gange. Und ich muss sagen, da war dann mein Eindruck am Freitag, nachdem ich auch noch ein paar Mal telefoniert habe, okay, Jan Schindelmeister hat den Machtkampf verloren. Mhm. Um näher drauf einzugehen, Tom, ich glaube, dass, und das haben ja einige gesagt, dass der Wolfgang Dietrich versucht, in letzter Zeit in sportliche Belange oder in sportlichen Belangen mitzureden. Und da versucht der Präsident wohl auch großen Einfluss zu nehmen. Haben wir zumindest ein paar unabhängig bestätigt. Und ich glaube, wenn ich Jan Schindelmeister auch so richtig gedeutet habe, ich habe ein längeres Interview mit ihm gemacht und davor und danach auch länger mit ihm gesprochen. Er wollte sich da nicht verbiegen lassen und ihr kennt ihn ja, ihr habt ja auch schon ein paar Mal mit ihm gesprochen, das habe ich ihm auch abgenommen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass da jetzt der Präsident seine Vorstandskollegen auf seine Seite gebracht hat und die dann quasi zu dem Entschluss gekommen sind, den Jan Schindelmeister nicht mehr weiter zu beschäftigen. Mhm. Weißt du, um was es da dann konkret ging? Also um tatsächlich Spieler, also war dann Bartstube irgendwie Wunschkandidat von Schindelmeister, aber nicht von Dietrich? Oder also um einzelne Spieler oder Konzept? Oder das klingt nämlich schon wieder so, als ich könnte wieder mal reinhauen, wieder mal ein Präsident, der nicht weiß, was sein Job ist. Ich kann es dir nicht genau sagen. Das wäre jetzt zu sehr spekuliert. Ich habe nur gehört tatsächlich, dass es da Diskrepanzen gab in der Auffassung, was den Bartstuber angeht. Das ist richtig. Auch da bist du gut informiert. Ich habe gehört, dass Schindelmeister, Wolf auf jeden Fall Bartstuber haben wollten. Und der Präsident wohl nicht. Das kann ich aber jetzt nicht bestätigen, weil ich nicht mit ihm gesprochen habe darüber. Aber auch das habe ich aus dem Umfeld gehört. Es ging wohl auch noch um Zieler. Und wenn man anderen Kollegen glauben darf, dann wohl auch noch um den Weggang von Maxim. All das kann ich jetzt nicht tatsächlich komplett bestätigen, weil ich mit denen darüber nicht gesprochen habe. Und das wäre jetzt vermessen, glaube ich, das dann tatsächlich so ranzuführen. Ich habe nur die Informationen, die ich da gesammelt habe im Trainingslager von unterschiedlichen Leuten, die sehr dicht an der Mannschaft dran sind, immer wieder gehört, weil ich natürlich nach diesem Artikel, über den wir wahrscheinlich nachher noch reden werden, von Gunter Barner in den Stuttgarter Nachrichten, nachgefragt habe, sag mal, was ist denn da los? Der Barner schreibt das und das und Solo von Schindelmeister und Ego-Trip und so weiter und so fort. Und da haben alle wirklich einhellig gesagt, das ist kompletter Quatsch. Und der Jan, haben mir viele gesagt, sei absolut ein Teamplayer und er sei geradlinig, als so wie wir ihn eigentlich fast jetzt auch in letzter Zeit immer wieder wahrgenommen haben. Mhm. Ja, das bestätigt auch so ein bisschen den Eindruck, dass den ich, also was, andersrum, ich fange andersrum an, was mich ja an dieser Geschichte stört und was du jetzt ja auch nochmal so bestätigst, wenn es dann wirklich an, also wenn es dann auch an Transfers hängen oder an Transfers hängen sollte, was mich dann eigentlich am meisten ärgert, ist, warum man dann nicht ihn schon viel früher entlassen hat. Also, um nochmal ein bisschen weiter auszuholen, wir sind ja in der besonderen Situation, dass der VfB Geld zur Verfügung hat, was er sonst nicht so zur Verfügung hat, eben weil am 1. Juni die Leute für die Ausgliederung gestimmt haben, auch weil man halt Schindelmeister vertraut hat, dass er mit dem Geld vernünftig umgeht. Und wenn man dann der Ansicht ist, dass er das nicht tut, dann müsste man ihn doch eigentlich sozusagen stoppen, bevor er das Geld ausgibt. Oder es hat halt wirklich nichts mit den Transfers wirklich zu tun, sondern es ist mehr ein Machtkampf, der sich weniger an den Transfers entspinnt, sondern mehr an der
an der generellen Stellung im Verein. Und das finde ich mindestens genauso schlimm, weil das hieß ja, dass Schindelmeister eigentlich gute Arbeit gemacht hat, aber dass Wolfgang Dietrich nicht in den Kram passte, wie er sich präsentiert hat, wie er sich nach außen präsentiert hat. Und dass Schindelmeister dann quasi aus persönlichen Animositäten entlassen wurde. Also ich finde quasi eins so schlimm wie das andere. Und es lässt mich doch einigermaßen, um auch nochmal meine Einschätzung dazu zu geben, es lässt mich einigermaßen fassungslos zurück, weil ich meine, das Manager bei uns entlassen wurden, Sportdirektoren, das hatten wir schon häufiger, aber das war dann normalerweise nach einer längeren Phase des Misserfolgs und man konnte es irgendwie absehen und man konnte es auch irgendwie nachvollziehen. Aber das ist eine Entlassung, die wirklich für mich komplett aus dem Blauen herauskam und wo ich auch echt immer noch nicht so richtig weiß, was ich draus machen soll. Eben gerade aus dieser Fragestellung heraus, lag es an den Transfers oder lag es an persönlichen Differenzen zwischen den beiden? Differenzen waren mit Sicherheit da. Also wenn ich da kurz was dazu sagen kann, das hast du auch im Trainingslager in unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Situationen gemerkt, dass die nicht sonderlich viel aufeinander zugegangen sind und sich auch nicht so richtig viel zu sagen hatten. Zumindest hatte ich das als Beobachter den Eindruck. Ich gebe dir komplett recht, wenn es um Neuverpflichtungen geht und um den Zeitpunkt der Entlassung von Jan Schindelmeiser. Denn im Moment ist es ja so, alle stochern im Nebel, wenn es um die Klasse der Neuverpflichtungen geht. Denn keiner hat bisher, außer bei Testspielen, den vollen Einsatz gezeigt. Also es geht noch nicht um Bundesliga, es geht auch noch nicht um den Pokal. Also kann man tatsächlich endgültig noch gar nicht einschätzen, wie gut sind denn die Jungs, die da gekommen sind und wie gut sind die der Schindelmeiser geholt hat. Aber eins ist sicher, wenn die Eindrücke aus dem Trainingslager und aus den Testspielen, wenn man die mal vorsichtig heranzieht, dann sind das meiner Ansicht nach zumindest wirklich richtig starke junge Spieler und mit Bartstube jetzt noch einen zu holen, der Erfahrung hat, für, ich glaube, relativ wenig Geld. Das war bisher zumindest aus meiner Sicht eine perfekte Leistung von Jan Schindelmeiser. Ja, also ich sehe halt auch wenig, klar, wie du sagst, man muss halt dann, wenn die ersten Spiele gespielt sind, muss man sehen, wie sich auch die Neuzugänge machen. Aber momentan sehe ich jetzt, bis auf die Tatsache, dass wir immer noch keinen Rechtsverteidiger haben, keinen Bundesliga-tauglichen unbedingt, sehe ich auch an den Transfers eigentlich nichts auszusetzen. Und ja, wie du ganz richtig sagst, der Zeitpunkt verwundert dann halt. Und wenn man dann noch mit reinnimmt, dass es halt, wie du gerade schon angesprochen hast, diesen Artikel von Günter Bahner gab, am 18. Juli war es, also vor einem halben Monat ungefähr, der quasi exklusiv schon von Zerwürfnissen berichtet hat. Ich meine, du sagtest auch gerade, du hast auch schon mitbekommen, dass er jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden herrscht, aber das Problem in diesem oder diesen Ausmaßes wirklich bestehen, das hatte ja Günter Bahner quasi exklusiv und das verwundert dann schon so ein bisschen. Ja, also ich will auch vorsichtig sein, ich will jetzt auch keine Kollegenschelte betreiben, das steht mir auch nicht zu, wenn ich ehrlich bin. Ich war nur verwundert, auch da wurden ja sag ich mal, verschiedene Linien gezogen, unter anderem Arthur Beck ins Spiel gebracht als Spielerberater, der sehr großen Einfluss hat auf Jan Schindelmeiser oder Einfluss hätte, muss man ja vorsichtig sagen, auf Jan Schindelmeiser, der beim VfB jetzt so langsam das Heft in die Hand nehmen würde, so mal grob gesagt, ins Unreine gesprochen. Aber wenn du guckst, Arthur Beck hat beim VfB einen Spieler. Das ist im Grunde lächerlich. Und auch das will ich nochmal sagen. Ich habe mit Jan Schindelmeiser, ich hoffe, er ist mir nicht böse, gesprochen, auch über den Artikel, allerdings nicht im Interview, sondern quasi privat. Und da hat er mir gesagt, es wird es unter ihm nicht geben. Mehrere Spieler von einem Berater. Er will sich nicht abhängig machen lassen von Beratern. Und wenn du genau guckst in den Kader vom VfB, im Moment zumindest, dann hat da kaum eine Beraterfirma es hat keine mehr als drei Spieler, so muss man sagen. Es sind zwei haben zwei Spieler, eine hat drei und der Rest hat einen Spieler. Und das ist, finde ich, eigentlich sehr löblich, denn ihr wisst aus anderen Vereinen, dass Berater eine große Rolle spielen können, wenn die da mal 4, 5, 6 Spieler in einer Mannschaft haben. Ja. Und der Gefahr wollte sich Schindelmeister nicht aussetzen und das finde ich gut und fand ich gut zumindest.
Ja, zumeist ja beispielsweise in Steven Skripski, das ist ja beispielsweise ein Spieler von Arthur Beck, ich hatte das mal recherchiert, der ja aber dem VfB sogar abgesagt hat und bei Union Berlin geblieben ist. Genau. Also das würde ja auch gegen diese These sprechen. Auf jeden Fall. Ja. So, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich finde, dass, also bei uns Schwabe sagt man ja, das hat der Geschmäckle und das hat, also das Ding stinkt ja zum Himmel eigentlich. Also das fängt ja irgendwie schon mit der Ausgliederung an. Also da hast du dann ja irgendwie einen Schindelmeiser, der komplett überzeugende Argumente dafür liefert. Ist einfach ein unfassbar guter Rhetoriker, das muss man ja auch mal sagen. Die Fans fressen dem aus den Händen, Ausgliederung geht durch. Und dann fängt dann auf einmal Monate später quasi wirklich ein Plot an. Also ich weiß nicht, ob was der Herr Berner da jetzt gesteckt bekommen hat oder so. Das steht mir auch vielleicht ebenfalls auch nicht zu, ihn da zu schelten. Ich meine, letztendlich hat er ja wahrscheinlich recht. Aber wenn man jetzt mal davon ausginge, dass das vielleicht auch ein bisschen von Dietrich oder von oben oder von wo auch immer so ein bisschen forciert worden ist, dann ist das schon verdammt dreckig, wie das gelaufen ist, weil sich Schindelmeiser meiner Meinung nach nichts zu Schulden kommen hat lassen, also zumindest nicht, was Transfers und so weiter angeht. Mhm. Meiner Meinung nach sind die Spieler, die gekommen sind, genau das, was wir brauchen. Ich habe eigentlich relativ große Lust auf die neue Saison, endlich mal wieder Spieler, die man nicht kennt, großes Potenzial, Testspiele haben mir großen Spaß gemacht. Ja, und dann wird er eigentlich echt ekelhaft gegangen, finde ich, und jetzt kommt Reschke von den Bayern. Ich glaube, das ist noch das Positivste an der ganzen Geschichte, weil ich von dem eigentlich relativ viel halt. Hm. Auch wenn ich nicht genau weiß, wofür er steht und so weiter, aber das ist ein guter, da bin ich mir sogar relativ sicher, aber ich weiß auch nicht. Es ist einfach sehr, es lässt mich ratlos zurück. Ja, also um nochmal kurz. Ja, da geht's dir, sorry, da geht's dir wahrscheinlich wie vielen. Es ist tatsächlich so, klar, Reschke muss zeigen und dem darf man jetzt auch noch nicht sag ich mal, irgendwie vors Schienbein treten und sagen, du kommst von den Bayern aus der zweiten Reihe. Er hat in Leverkusen bewiesen, er hat bei den Bayern bewiesen, dass er ein absoluter Fachmann ist. Nur ist die Frage, ist er in der Führungsrolle, die er jetzt innehat, in der, sag ich mal, größeren Öffentlichkeit, die er jetzt betreten muss, weil bisher hat er ja immer alles relativ im Hintergrund gemacht, ist er der Rolle tatsächlich auch gewachsen. Aber da muss man jetzt einfach mal warten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Hm. Ja, also mit Reschke selber habe ich ehrlich gesagt kein Problem. Ich hatte man hat immer mal schon was von ihm mitbekommen. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er zum VfB kommt, wobei man natürlich auch erstmal abwarten muss, was er dann wirklich auch zum VfB bringt, aber halt unter anderen Umständen. Also wenn man irgendwie gesagt hätte, okay, letzte Saison war schön und gut, aber wir haben höhere Ziele und bevor jetzt die neue Saison losgeht und die Kaderplanung, holen wir uns über den Reschke von den Bayern, dann hätte man gesagt, okay, ist halt so, ist unschön, aber das wäre wenigstens ein klarer Schnitt gewesen. Hier hat man, wie gesagt, immer noch dieses, wie der Tom das genannt hat, dieses Geschmäckle, dass man Schindelmeiser halt jetzt entlässt. Ich frage mich da auch, die Spieler, die Schindelmeiser verpflichtet hat, wurden die nach einem allgemeinen beim VfB abgesprochenen Konzept verpflichtet? Weil so wie es sich das momentan anhört und wenn man dem Artikel von Gunter Bahner Glauben schenkt, dann waren das ja größtenteils Fehleinkäufe, die er da getätigt hat und deswegen wird er jetzt ersetzt. Aber das würde ja, wie ich schon sagte, heißen, dass man ihn quasi ja erstmal das Ausgliederungsgeld hat ausgeben lassen und dann irgendwann gemerkt hat, oh, das wird nichts. Was jetzt im Rückblick natürlich was das Vertrauen gegenüber dem Vorstand und Wolfgang Dietrich angeht, natürlich katastrophal wäre, weil dann der VfB irgendwie ein bisschen gezeigt hätte, dass er mit dem Geld doch nicht so richtig umgehen kann. Ja, wie ist denn da deine Einschätzung? Meinst du, dass die Transfers, die er jetzt getätigt hat, schon generell im Sinne des Vereins waren und man mit denen jetzt auch weiter planen kann? Oder meinst du, dass das mit Reschke jetzt nochmal zu einer komplett zu einer anderen Ausrichtung der Transfers kommt? Ich habe heute oder gestern in der Bild-Zeitung gelesen, dass Reschke angeblich jetzt nochmal 15 Millionen Euro zur Verfügung hätte, um nochmal richtig einzukaufen, in Anführungsstrichen. Ja, was meinst du da, Andreas? Wie ist denn deine Einschätzung? Das ist eine Mutmaßung, die ich so nicht kenne. Deswegen kann ich dazu auch wirklich nicht viel sagen. Klar habe ich es gelesen, aber ob das jetzt tatsächlich die Summe ist, kann ich nicht bestätigen. Mhm. Ich glaube, das hatte ich vorher schon mal angesprochen, nicht, dass die Einkäufe, die Schindelmeister zusammen mit Wolf
getätigt hat, Fehleinkäufe sind. Bei weitem nicht. Mhm. Ich glaube, da wird man sicherlich nachher noch drauf kommen, dass die, die ich jetzt gesehen habe, alle wirklich richtig großes Potenzial haben. Und klar müssen sie es noch beweisen, aber heute war ich bei der Pressekonferenz von Bart Stuber. Das ist halt auch nochmal einer, der, ich glaube, ich tatsächlich eine Erfahrung mit reinbringen kann. Dann haben sie einen, den viele gefordert haben, einen erfahrenen Mann in der Abwehr. Dadurch kriegen so Leute wie Baumgartl und Pavard und Kaminski dann einen erfahrenen Spieler oder einen erfahrenen, extrem erfahrenen Spieler an die Seite, der denen sicherlich weiterhelfen kann. Und auf der anderen Seite sind die, die wir sonst gesehen haben, finde ich, um es mal ein bisschen flapsig zu sagen, absolute Raketen. Gut. Tom, hast du zum Thema Schindelmeiß und Reschke noch eine Frage? Nein. Oder was zu sagen? Wirklich. Also ich glaube, wir könnten den ganzen Podcast damit. Ja, ich glaube auch, wir reden auch schon relativ lange drüber. Ja. Wir könnten auch noch. Ja, aber ist ja auch echt eine große Sache. Also es muss sagen, das ist ja auch nichts, was mal so eben passiert. Ja, was man vielleicht mal anbringen kann, ist die Frage von @VfB-Wallace-Fan. Der fragt nämlich, was sagt die Glaskugel über die künftige Zusammenarbeit von Wolf und Reschke? Ist natürlich sehr schwer zu beantworten, würde ich sagen. Ja. Will da jemand eine Prognose wagen? Also ich meine, Hannes Wolf hat sich ja schon geäußert, hat ja gesagt, irgendwie, dass er, dass man jetzt halt in der neuen Konstellation Vollgas geben muss. Das ist auch, glaube ich, das Klügste, was er sagen konnte, ohne sich da den Mund zu verbrennen. Und ich weiß nicht, was. Hast du noch, sagt deine Glaskugel mehr, Andreas? Meine? Nein. Ich glaube, das ist tatsächlich Stochern im Nebel. Ja. Das ist schwer zu sagen. Natürlich weiß man, dass mit dem Jan Schindelmeise jetzt ein großer Fürsprecher von dem Kollegen Wolf gegangen ist oder gegangen wurde. Und insofern bin ich gespannt, wie Hannes Wolf reagiert, wenn oder was passiert, wenn da mal der Erfolg nicht da ist und wie da mit ihm umgegangen wird. Da haben wir auch heute im Journalistenkreis drüber gesprochen. Da sind wir echt mal gespannt, was da noch auf uns zukommen kann. Mhm. Zumal man es ja hier auch schon hatte, oder bei diesem ganzen Thema nochmal die natürlich auch die Frage ist, wie lange denn der Kontakt zu dem Michael Reschke schon bestand vorher, wenn der so schnell präsentiert werden kann. Dann muss er auch schon, die haben sich mit Sicherheit nicht am Freitagabend zusammen telefoniert, so wie du nochmal in die Redaktion gerufen wurdest. Na gut, aber da bewegen uns, sind wir wirklich im Reich der Spekulationen, genauso wie die Frage, warum Gunter Bahner 2 Minuten nachdem der VfB das bekannt gibt, schon einen Kommentar fertig getippt hat. Es liegt bestimmt nicht daran, dass er früher gut war im Zehnfingertippen. Ja, es ist alles, es ist Spekulation, es ist auch gefährlich, glaube ich. Ja. Wenn man sich daran beteiligt und insofern lassen wir es einfach mal so stehen. Ja. Ja, deswegen können wir doch jetzt auf den Kader und die Neuzugänge eingehen. Genau. Wir haben ja schon ein bisschen angefangen. Fangen wir im Tor an, würde ich sagen, oder? Mhm. Und zwar haben wir da immer noch den Mitch Langerak, auch noch den Jens Grahl, der, glaube ich, immer noch verletzt ist, meine ich. Stimmt das noch? Genau, neu gekommen. Ja, genau. Neu gekommen von Leicester City ist Ron Robert Zieler und Benny Upphoff hat uns in Richtung verbotene Stadt verlassen. Wie findet ihr denn, dass Zieler gekommen ist als Konkurrent zu Langerak? Gut, schlecht, hättest du jemand Jüngeres sein sollen? Wenn ich was dazu sagen kann, ich finde das absolut okay. Ich finde das eigentlich sogar eine perfekte Lösung. Ich glaube, dass der Zieler eher ein Schnäppchen war. Und der hat einfach genügend Erfahrung, hat ein Standing, ist, was das Fußballerische angeht, ohne Mitch da nahe treten zu wollen, doch ein Ticken besser. Und das wird ein harter Konkurrenzkampf, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich würde jetzt mal vorsichtig spekulieren und sagen, ich glaube, die Chance ist bei 51%, dass der Ron-Robert Zieler in Cottbus im Tor steht. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde den Transfer sinnvoll. Das ist ja was mich in den letzten Jahren schon gestört hat, dass dieser Wettbewerbsgedanke beim VfB ein bisschen verloren gegangen ist. Beziehungsweise, dass man halt auch mal Spieler hat, die andere unter Druck setzen können. Das war auf der Torhüter-Position in der Vergangenheit eigentlich nicht so.
Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass auch Langerak halt sich, obwohl er der Aufstiegstorwart ist und in Stuttgart sehr beliebt ist, sich nicht einfach seines Stammplatzes sicher sein kann. Ich gehe auch fast davon aus, ob ich kann es nicht so gut einschätzen, aber ich gehe auch fast davon aus, dass Ziele ein bisschen die Nase vorne hat. Eben weil er halt, ich glaube, spielerisch ein bisschen stärker ist noch als Langerak. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es schon komplett durch ist. Also ich glaube, das im Testspiel gegen Sevilla, gestern, ich habe es leider nicht gesehen, sahen ja beide nicht so super aus. Ah, wobei natürlich Testspiele und das, was dann passiert, sollte man nicht zu sehr bewerten. Aber ja, also ich finde den Transfer gut und ich hätte auch kein Problem damit, wenn dann halt Zieler im Tor steht. Also ich bin da eigentlich relativ emotionslos, was das angeht. Wenn er der bessere Torhüter ist, dann spielt er und dann muss Langerak sich halt auf die Bank setzen. Also ich bin damit echt zufrieden, muss ich sagen. Tom, wie siehst du es? Ich denke, es ist auch sinnvoll, dass Zieler gekommen ist. Bis jetzt gefallen mir beide nicht so gut, muss ich sagen. Ich meine, dieser Bock im ersten Testspiel von Zieler, ja, Mai kann passieren. Den gestern fand ich dann schon auch wieder so, Junge, Achtung. Solange es in Testspielen passiert, finde ich es nicht schlimm. Mir tut es ein bisschen leid für Mitch, muss ich sagen. Aber naja, wir sind nun mal beim Profifußball. Und da sollte dann halt der Bessere spielen. Und wenn man Wolf so in den Interviews, wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, habe ich schon den Eindruck, dass Zieler da die Nase vorn hat. Könnte mir vorstellen, dass es da so eine Job-Sharing-Geschichte gibt, wie das, ich weiß gar nicht, wo schon mal war, dass irgendwie Zieler in der Bundesliga kickt und Langerak im Pokal oder sowas. Ich denke, darauf wird es rauslaufen. Ja, das haben sie in Dortmund gemacht. Meine Einschätzung. Ja, genau, stimmt, das war in Dortmund so, ne? Ja. Ja, wir haben auch eine Frage dazu bekommen von @fabi1893, der fragt, wer wird die Nummer 1 nächste Saison oder wird es überhaupt eine klare Nummer 1 geben? Also ich glaube, eine klare Nummer 1 wird es auf jeden Fall geben. Es macht, glaube ich, wenig Sinn, ständig den Torwart zu wechseln. Das verleiht, glaube ich, der Abwehr wenig Sicherheit. Auch dem Torwart nicht. Und auch dem Torwart nicht, genau. Und wer die Nummer 1 wird, hatten wir kurz schon drüber gesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Ron-Robert Zieler wird. Aber ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr eng. Und die Konkurrenzsituation an sich ist, denke ich, nicht schlecht, ist auch auf der Torhüterposition. Weil Jens Kral, wenn wir über den noch kurz reden wollen, ist halt so der typische, klassische zweite Torwart. Jetzt dritter Torwart sogar, der aber auch dem ersten Torwart und auch jetzt den beiden Leuten vor ihm sozusagen nicht so richtig gefährlich werden kann und das dafür auch, glaube ich, aber auch, glaube ich, nicht geholt wurde, sondern wirklich so als klassischer Backup. Ja, den Eindruck kann ich nur bestätigen, aber es ist ein heißer Zweikampf und ich glaube, genau das will der Hannes Wolf auch und insofern können wir uns überraschen lassen, das ist doch prima. Ja. Gut, ich würde mal sagen, zum Thema Torwart ist alles gesagt. Dann kommen wir zum viel spannenderen Mannschaftsteil Abwehr. Da haben wir auf rechts außen Jean Zimmer momentan und Benjamin Pavard, der aber natürlich auch innen spielen kann. Wir haben in der Innenverteidigung Timo Baumgartl, Marcin Kaminski, Jérôme Engené und Benjamin Pavard, wenn man ihn noch dazu zählen will. Und jetzt neu Holger Badstuber, zuletzt beim FC Bayern. Und auf links haben wir Emiliano Insua, der sich mittlerweile verletzt hat, und Ailton, der aus Portugal gekommen ist. Abgänge, Florian Klein, dessen Vertrag ausgelaufen ist, der momentan, glaube ich, noch keinen neuen Verein gefunden hat. Und Toni Sunic, der letztes Jahr nach Italien ausgeliehen war und jetzt bei Dynamo Moskau in Russland untergekommen ist. Wenn ich mir jetzt so die Abwehrkette angucke, war, ich hätte mir jetzt beinahe gesagt, bis zur Verletzung von Insua eigentlich nur die linke Abwehrseite wirklich safe und ist auch vor dem Badstuber-Transfer. Jetzt kann man das über die Innenverteidigung auch fast sagen. Insua halte ich, wie gesagt, für auf jeden Fall Bundesliga-tauglich. Hat zwar nicht immer so glücklich ausgesehen in der Abstiegssaison, aber grundsätzlich hat er das Zeug dafür. Bei Ailton bin ich gespannt. Der hat bei seinen bisherigen Stationen noch keine Bäume ausgerissen, ehrlich gesagt. Ich hatte ihn ja auch vorgestellt im Blog. War nach Aserbaidschan verliehen, war nach Portugal verliehen, hat aber, wie gesagt, sich nirgendwo so richtig durchgesetzt, muss aber wohl in den Testspielen relativ stark gewesen sein. Ja, wie seht ihr die beiden Linksverteidiger? Ja, also Tom, sorry, wenn ich da jetzt... Na, mach ruhig. Insua, ich meine, jeder kennt den und weiß,
welche Schwächen, welche Stärken er hat. Der ist ein großer Kämpfer, ein großer Fighter. Der wird jetzt auch nach dieser Schnittwunde, die er sich dazugezogen hat, relativ zügig wieder zurückkommen, glaube ich. Und da Ilton, du hast es gesagt, ich habe den beobachtet bei den Testspielen, der ist natürlich für seine 22 Jahre schon richtig harter Junge. Also gegen den möchte ich ungern spielen, wenn ich ehrlich bin. Der hat da im Stubaital beim Spiel gegen die Griechen und gegen die Türken doch den einen oder anderen schön weggesichelt und hat sich da relativ viel Respekt erarbeitet auf der linken Seite. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Der ist 22, das darf man nicht vergessen. Ja, also am Ball ist er gut, finde ich, und dazu wirklich, also extrem bissig, zumindest da bei den Testspielen, die ich gesehen habe. Und tatsächlich glaube ich, dass es ein Konkurrent ist von Insua. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie der sich entwickelt. Mhm. Und er hat zumindest figürlich jetzt mal nichts mit dem uns allen bekannten Ailton zu tun, was schon mal ein großer Vorteil ist. Das stimmt. Dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Ich habe den Ailton, hat er nicht sogar eine Kiste gemacht in irgendeinem Testspiel? Ja. Also ich war auch sehr überrascht, als ich den gesehen habe. Ich habe jetzt nicht jedes Testspiel komplett gesehen, aber mal wieder ein bisschen reingeguckt. Und der ist mir auf jeden Fall aufgefallen von den Neuen, also oder allgemein von den Spielern, muss man sagen. Also links überhaupt keine Probleme, durchschnittliches bis gutes Bundesliga-Niveau, würde ich sagen. Mhm. Ja, wir werden ihn dann auch, denke ich, am Sonntag gegen Cottbus direkt sehen, weil ich glaube, Insua ist dies bis auf weiteres. Schnittwunde ist jetzt nichts, wo man ein halbes Jahr mit ausfällt, aber ein bisschen wird es wohl dauern, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann schauen wir mal auf die Innenverteidigung. Da haben wir jetzt Holger Badstuber, der allerdings, wie Hannes Wolf gesagt hat, erst nach der Länderspielpause Anfang September eingesetzt werden soll in der Startelf. Vorher soll er noch mit Kurzeinsätzen von der Bank kommen. Wir haben Timo Baumgartel, der ja auch schon Bundesliga gespielt hat und denke mal auch gerade im letzten Jahr viel, also sehr gewachsen ist, was das spielerische Format angeht. Der auch, denke ich, glaube ich, an den Aufgaben ein bisschen gewachsen ist. Da haben wir noch Kaminski, von dem ich in der zweiten Liga schon nicht so wirklich überzeugt war. Und Ongene, der auch sich bisher noch nicht so richtig durchsetzen konnte, wo zeitweise auch mal eine Laie im Raum stand. Ich weiß nicht, wie es momentan aussieht. Genau, und Pavard eigentlich auch als Innenverteidiger geholt, wird aber momentan noch eher auf der rechten Seite benötigt. Die Innenverteidigung ist ja jetzt der Mannschaftsteil, der beim VfB eigentlich schon seit Jahren brach liegt, eigentlich seit wir Serdar Tashkhi verkaufen mussten damals. Mir ist das mit Badstuber, wenn er denn eingespielt ist und fit ist und fit bleibt und sich nicht verletzt und Baumgartel, bin ich da schon ein bisschen beruhigter. Und ich würde mich freuen, wenn das sozusagen auch zumindest für diese Saison, Badstuber hat ja nun einen Jahresvertrag, wenn das zumindest für diese Saison dann auch mal eine Innenverteidigung wäre, auf die man sich verlassen könnte. Ja, wie seht ihr die beiden, Baumgartel und Badstuber, und wie seht ihr deren Backups? Ja, ich kann ja dieses Mal anfangen. Ich war von Badstuber ehrlich gesagt nicht so sonderlich begeistert, aber ich bin jetzt nicht so krass drin, sage ich mal, im Transfergeschäft oder in den Spielern. Und als so jemand hat man bei Badstuber einfach immer diese furchtbar langen Verletzungen im Kopf, glaube ich. Und deswegen ist das so ein bisschen, man hat halt so ein bisschen Bauchschmerzen, ich zumindest, was das angeht. Wenn Badstuber fit ist, und das glaube ich jetzt einfach mal, dann ist er auf jeden Fall ein Topmann für die Innenverteidigung. Ich finde auch den Einjahresvertrag nicht schlecht. Ich denke, Baumgartel ist in dem Jahr auch nochmal einen wahnsinnig großen Schritt weiter. Und ich denke, mit Baumgartel und Badstuber haben wir eine durchschnittlich gute Innenverteidigung für die Bundesliga auf jeden Fall. Und auch hinten dran sehe ich dann mit Pavard und Kaminski gute dritte und vierte Leute. Ich denke, Ongene wird's echt bockschwer haben. Ich finde es schon ganz gut, wenn der irgendwie noch verliehen wird oder so, weil ich glaube schon, was da Talent da ist, sonst hätte man ihn nicht geholt. Ja, also ich bin halbwegs zufrieden, sage ich mal. Ich weiß aber auch nicht, was hätte passieren müssen, dass ich total zufrieden gewesen wäre. Es ist wahrscheinlich echt so dieses Negative, die Negativgeschichte, weil es halt jahrelang jetzt schon brach liegt, wie du schon so schön gesagt hast. Ja, also ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ich glaube, das habe ich ja vorher mal kurz erwähnt, dass der Badstuber tatsächlich da auch nochmal seine Erfahrung reinbringen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste tatsächlich.
Und wenn du siehst, welche Möglichkeiten der Hannes Wolf tatsächlich auch getestet hat in den Testspielen, bei den verschiedenen Spielformen im Trainingslager, dann haben wir da noch zum Beispiel Anto Gürgic auch vergessen. Mhm. Denn der hat mit dem ja auch mindestens zwei Halbzeiten, drei Halbzeiten sogar als Innenverteidiger gespielt, was ich wirklich auch gar keine schlechte Lösung finde, wenn ich ehrlich bin. Zumindest für die Not, wenn du so willst, wenn mal tatsächlich noch mal mehr ausfallen sollten. Pavard auf rechts dann und da ist der auch richtig gut gewesen, fand ich zumindest. Und da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Deswegen, ich sehe das gar nicht so schwarz, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, und das hast du bei den Trainings auch gesehen, die arbeiten da sehr intensiv. Die versuchen da unglaublich viele Absprachen zu treffen. Und da ist der Kollege Gentner auch noch mit dabei, der auch da ein bisschen mit dirigiert und viel redet. Und deswegen glaube ich, da können wir wirklich gespannt sein. Und mit dem Bart Schuber dazu jetzt noch ein erfahrener Mann, der auch nicht nur auf dem Platz, dann vielleicht auch im Training dann tatsächlich noch wichtige Tipps gibt und einer ist, der tatsächlich auch die Reputation hat, das kommt ja noch dazu, dann sehe ich es gar nicht so schwarz, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. Also die Sache ist halt, dass man natürlich als Aufsteiger gucken muss vor allem erstmal, dass man hinten den Kasten sauber hält, weil man nicht irgendwie erwarten kann, dass man einfach immer ein Tor mehr schießt als der Gegner. Deswegen finde ich schon, eine sichere Innenverteidigung wäre schon wichtig. Aber klar, ich meine, man muss einfach sehen, Krilgic, stimmt, den hatte ich noch vergessen. Wir hatten jetzt ja in der Vergangenheit schon mal, dass wir beispielsweise Adam Lushik in die Innenverteidigung gezogen haben, weil wir dachten, es funktioniert. Das hat dann zwei Spiele gut gegangen. Deswegen bin ich da nicht so zuversichtlich, was es angeht. Aber ja, wie du sagst, lassen wir uns überraschen. Ich bin, wie gesagt, jetzt ein bisschen beruhigter und bin gespannt. Es geht halt jetzt auch nicht mehr gegen Zweitligastürmer, sondern wieder gegen Erstligastürmer. Deswegen. Absolut. Ja. Aber Gilgits zum Beispiel bei der Spieleröffnung, wenn ich das so sagen kann, ist natürlich richtig gut. Ja, klar. Das stimmt. Übrigens, was man zu Bartstube nicht sogar Linksfuß auch, was man eigentlich immer haben wollte. Aber das ist ich mein schon, vielleicht ja. Auch so. Ja. Wir haben noch eine Frage zum Bartstuber von @VfB Wallace-Fan, der schreibt, war Bartstuber das Missing Link für die Innenverteidigung? Wird Wolf mehr mit Dreier oder Fünfer als mit Viererkette spielen? Wäre die Abwehrstand heute Bundesliga-tauglich? Also ich glaube, Bundesliga-tauglich kann man schon sagen. Ob Wolf eher mit einer Dreier oder Fünfer oder als mit einer Viererkette spielen wird, kann ich schwer beurteilen. Ich gehe davon aus, dass er auch weiterhin eher mit einer Viererkette spielen wird, weil er das auch in der zweiten Liga eigentlich fast durchgängig getan hat, bis auf das eine Spiel, glaube ich, oder ein, zwei Spiele. Und ob Bartstube der Missing Link ist, das werden wir, denke ich mal, erst am Ende der Saison wissen. Oder während der Saison. Dafür ist jetzt, denke ich, noch zu früh, was dazu zu sagen. Ja, glaube ich auch. Gut, dann schauen wir uns noch kurz die Rechtsverteidiger an. Da haben wir momentan noch Jean Zimmer und Benjamin Pavard. Pavard, hast du gerade schon gesagt, der hat es eigentlich ziemlich gut gemacht auf der rechten Seite. Ich war eigentlich auch zufrieden, sag ich mal. Also es gab wenig zu meckern. Er ist natürlich nicht der geborene Rechtsverteidiger, hat seine Sache aber eigentlich ziemlich gut gemacht. Ich glaube, nach vorne hat er nicht so wahnsinnig viel gemacht. Es war dann eher die rechte Seite, die ein bisschen defensiver unterwegs war. Jean Zimmer, auch so ein bisschen wie Kaminski, hat mich auch in der zweiten Liga nicht so wirklich überzeugt. Bei dem weiß ich auch nicht unbedingt, ob es für die erste Liga reicht. Und da sehe ich noch so ein bisschen, wenn man sich jetzt die Abwehr anguckt, sozusagen noch das schwächste Glied in der Viererkette. Weiß nicht, wie seht ihr das? Ich denke, das ist relativ unstrittig, dass da noch was passieren muss. Also, ich denke, mit Pavard hätte man, also, weiß nicht, ob das dann so eine Art asymmetrisches System wird, weil man dann auf links irgendwie mit Insua und Ailton vielleicht welche hat, die dann eher mal nach vorne mitgehen. Vielleicht ist es dann so eine Art Dreierkette mit Bartstuber, Baumgartl und Pavard dann oder sowas im Angriff. Vielleicht plant man sowas, weiß ich nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass da noch was passieren sollte, eigentlich. Also, ich sehe es auch eigentlich als schwächstes Glied. Aber hätte jetzt auch nicht furchtbar extreme Bauchschmerzen, wenn es so bleibt. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich finde den Pavard echt gut.
ist auch noch jung, auch 21. Also auch in der Mannschaft, wenn du mit den erfahrenen Spielern redest, dann sagen die alle, das ist echt eine Rakete. Also die prophezeien denn eine große Zukunft. Und ich könnte mir vorstellen, dass er die tatsächlich jetzt, dass er so eine ja, Feuerprobe jetzt bekommt in der Bundesliga. Und klar hat er immer mal wieder Böcke auch in den Testspielen drin gehabt, das ist keine Frage. Aber ich meine, wer hat das nicht bei denen, vor allem in Testspielen? Wenn du da nichts probierst, wenn du da nicht mutig spielst, wenn du da nicht versuchst, mal ein bisschen was zu machen, dann brauchst du es gar nicht mehr machen. Ja, gut. Noch kurz zu den Abgängen. Ich glaube, Florian Klein, ich vermisse ihn nicht besonders. Er hat zwar das wichtige Tor in Nürnberg gemacht, der wollte aber, glaube ich, schon vor der Zweitligasaison eigentlich weg. Da ist ihm nur dazwischen gekommen, dass die EM mit Österreich nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Und Toni Sunic, bin ich auch froh, dass er einen neuen Verein gefunden hat, weil das war, glaube ich, eines der größten Missverständnisse in der Abwehr in den letzten Jahren. Insofern, was die Abgänge angeht, bin ich da eigentlich zufrieden. Und da braucht man auch, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Oder habt ihr noch was zum Thema Abwehr? Nee, von mir kommt da nichts, nein. Nee, auch alles gut. Super. Tom, machst du dann wieder mit dem Mittelfeld weiter? Ja, weiter geht's mit dem Mittelfeld. Und zwar erstmal zentral. Wen haben wir? Wir haben Christian Gentner, wir haben Anto Krigic, auch wenn wir gerade gelernt haben, dass wir den vielleicht doch eher in die Innenverteidigung verfrachten sollten. Dann Ebenezer Ofori, Matze Zimmermann, Berkay Özcan. Die waren schon alle da vorher offensichtlich. Und neu dazugekommen sind Orel Mangala und Janis Burnic. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ich weiß es nicht. Kam von Dortmund. Und Mangala weiß ich gerade nicht mehr. Anderlecht, genau. Ja, vielleicht erstmal dazu dann, oder? Ja. Abgang Alex Maxim haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Ja, was haltet ihr von den neuen Reichen, die wir haben? Passt das? Ja, also ich finde, dass es ein starkes Mittelfeld ist, muss ich echt sagen. Am meisten aufgefallen ist mir der Janis Burnic. Das ist ein Riese, muss ich echt sagen. Den finde ich unglaublich. Als ich da im Umfeld auch mich ein bisschen umgehört habe, dann war zu hören, dass die gesagt haben, in Dortmund, ihr könnt ein Jahr haben und dann ist aber gut, weil dann kommt er wieder zu uns. Und ich glaube, dass der eine richtig, richtig große Zukunft vor sich hat. Der wird, also wenn der sich nicht verletzt und wenn der den Kopf zusammen hat, was ich bei dem tatsächlich glaube, der ist also ganz, ganz taffer Junge, dann hat der eine wirklich unglaubliches Potenzial. Ich würde mich nicht wundern, wenn der in 2-3 Jahren Nationalspieler ist. Mhm. Ach so, habe ich auch so gesehen. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, 3 Vorbereitungsspiele gesehen und der Typ ist eine absolute Granate. Also wenn er das ansatzweise in der Bundesliga zeigt, Leco mio. Also unfassbare Übersicht, mega ruhig am Ball. Und wie alt ist der? 20 oder sowas? Also super jung. Nee, der ist 19. Der ist noch 19 oder so. Ne? Der ist noch 19. Ja, ja. Ich wollte im Trainingslager unfassbar. Mit dem eine Geschichte machen. Sorry, Tom, tut mir leid. Alles gut. Ich wollte mit dem eine Geschichte machen. Also ich wollte Gentner Burnic als Geschichte machen, der Alte und der Junge. Hat aber gesagt, nee, lass mal stecken. Ich will mich jetzt erstmal auf den Sport konzentrieren. Ich vielleicht mal irgendwann im Laufe der Saison, aber jetzt will ich mich da noch nicht so in den Vordergrund gestellt sehen. Ich will jetzt erstmal kicken und dann schauen wir weiter. Das spricht eindeutig für den Kollegen Burnic, weil der Trainer hat gesagt, kein Problem, mach ruhig was mit ihm, passt für mich. Aber er selbst hat gesagt, nee, lass mal, ist gut. Ja, also das bestätigt auch so ein bisschen, was man ja schon bisher von ihm gehört hat. Er war mit den Dortmunder Nachwuchsmannschaften, ich glaube, 4-mal deutscher Meister. Mhm. Zweimal ja, auch mit Wolf, oder nicht? Oder zweimal mit Wolf? Genau, zweimal mit Wolf, ja. Glaube ich. Und halt mit jedem Jahrgang 2-mal. Und war ja auch dann Mannschaftskapitän. Also, und keine Ahnung, wenn du das schon mitbringst, sozusagen aus der Jugend, dann musst du schon ein bisschen was drauf haben. Und das scheint sich jetzt auch in den Testspielen zu bestätigen, wie du sagst. Bei Mangala, den kann ich überhaupt nicht einschätzen, ehrlich gesagt. War ja auch bei Dortmund in der letzten Saison. Er war ja von Anderlecht ausgeliehen und ist mit Dortmund auch wieder deutscher Meister geworden.
Da kann ich eigentlich überhaupt nicht einschätzen, wie der so drauf ist. Ich habe auch von Dortmund, ich habe auch wieder ein paar Dortmunder Experten gefragt für den Blog und habe von da eigentlich auch nur Gutes über ihn gehört. Was ich mich so ein bisschen frage, wir haben ja relativ viele Spieler jetzt, die auch gerade im defensiven Mittelfeld unterwegs sind. Also Krigic spielt ja eher defensiv, Ofori, Zimmermann hat auch schon im defensiven Mittelfeld gespielt, Burnic und Mangala sind ja eigentlich auch eher defensive zentrale Mittelfeldspieler. Da frage ich mich so ein bisschen, haben wir nicht ein Überangebot an defensiven Mittelfeldspielern im Kader oder geht sich das irgendwie aus oder kann man die vielleicht noch irgendwie anders einsetzen und ich sehe es noch nicht? Nein, ich glaube schon, dass da ein gutes Angebot da ist und eine gute, ich sage mal, Wahlmöglichkeit. Es ist ja, den Captain haben wir ja auch noch im Moment zumindest mal vergessen. Christian wird es sicherlich nicht einfach haben in der Konstellation, auch wenn er, das haben wir alle bestätigt, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich aus der Mannschaft nicht wegzudenken ist. Der hat so viel im Griff und arbeitet auf dem Platz so viel, wenn du denn mal einfach nur ihn beobachtest und guckst, was der nicht nur im Training, auch bei den Testspielen dann macht. Das ist schon stark, wie der die Jungs dirigiert und wie er reagiert. Und ich glaube tatsächlich, dass der dass der es schwer haben wird, immer zu spielen, aber trotzdem unglaublich wichtig ist für das Team. Hm. Und wie siehst du es? Causa Gentner jetzt. Das ist ja immer. Nicht nur Gentner. Insgesamt das defensive Mittelfeld. Ja, dadurch, dass da halt doch relativ viele Junge dabei sind, finde ich es ganz gut, dass wir da doch so ein leichtes Überangebot haben. Ich denke, wenn ich Trainer wäre, würde ich, glaube ich, mit einer Doppel-6 spielen und das irgendwie mit Bonic und Ofori probieren oder sowas. Thema Gentner, ja, da haben ja viele Fans irgendwie ein gespaltenes Verhältnis. Manchmal vielleicht auch zu Recht. Ich weiß es nicht. Er ist vielleicht manchmal irgendwie auffällig genug oder was. Aber ich finde schon, dass er einfach sehr wichtig für uns ist, glaube ich. Also wenn man sich so die Testspiele anguckt, das ist ja durchaus, oder in Spielen vor allem, was Gentner dann macht, dann ist er schon durchaus wichtig. Und ich denke, reichen tut's auf jeden Fall. Ob es wirklich zu viel ist, weiß ich nicht. Also ich denke, dass es Leute wie Özcan und Zimmermann eher schwer haben werden dann, wenn ich da jetzt so mal die Liste angucke, obwohl die auch definitiv sehr gute Spieler sind. Und er auch oft gespielt haben, jetzt Zimmermann zum Beispiel. Özcan war ja, und auch Zimmermann, die waren tatsächlich auch ein bisschen offensiver unterwegs jetzt manchen Testspielen. Also da gibt es schon auch noch Möglichkeiten, glaube ich, in ein bisschen das Spielsystem da im Mittelfeld ein bisschen zu ändern. Ich kenne das, mein Lieblingsthema tatsächlich. Ich erinnere mich da immer noch an Aussage von Christian Streich, den ich sehr schätze, der gesagt hat, wenn er sich einen malen würde, würde sich Christian Gentner malen als Regisseur und Mittelfeldmann. Und das finde ich, spricht doch eindeutig für Legende, wenn ich das mal so sagen darf. Hat er das jetzt auf spielerische oder mehr so auf die Ansprache auch an die Kollegen bezogen? Er hat es bezogen auf das Auftreten, auf das Spielverständnis und auf das Auftreten auf dem Platz natürlich auch. Ja, das Gentner ist auch mein Lieblingsthema. Ich sehe den immer ein bisschen kritischer, weil ich eben das Gefühl habe, wenn es nicht läuft, dann geht der halt auch mit der Mannschaft unter. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch so, gerade mit den vielen jungen Spielern, braucht man vielleicht dann wirklich einen wie Gentner, weil, wie gesagt, die anderen haben ja, glaube ich, der Zimmermann ist, glaube ich, 24 oder 25 jetzt, aber die anderen, glaube ich, haben, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 21 oder so, die da um ihn rumturnen. Da wäre es schon allein aufgrund des Alters und der Erfahrung ist Christian Gentner da, glaube ich, sehr hilfreich. Ansonsten, gut, ich stehe nicht mit ihm auf dem Platz, vielleicht habe ich auch einen ganz falschen Eindruck von ihm, aber das war so ein bisschen mein Eindruck, den ich immer in den letzten Jahren gewonnen habe, dass es halt, wenn es gut läuft, es bei ihm auch gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, ist er halt auch niemand, der den Karren aus dem Dreck holt oder holen kann einfach. Ja, man kann da schon drüber streiten. Wie gesagt, ich bin da anderer Meinung, aber das ist ja auch gut so. Aber du hast natürlich recht, man darf das nicht vergessen. Also die ganzen Jungs, die wir vorher aufgezählt haben, Özcan ist, glaube ich, 19. Ja. Dann Ofori ist 22. Zimmermann, du hast recht, der ist 25.
Aber ansonsten, die sind alle wirklich absolute Jungspunde. Gürgic ist 20 und so. Also das ist echt der Wahnsinn, wenn du das überlegst. Ja. Aber trotzdem muss ich auch sagen, was die schon jetzt gezeigt haben, fand ich schon echt stark. Also auch als der Gürgic kam da in die zweite Liga, und ihr erinnert euch mit Sicherheit auch noch dran, da waren viele doch relativ überrascht, wie cool und abgeklärt er teilweise war, dass der natürlich extreme Schwankungen haben muss in dem Alter in seinem Spiel, ist auch klar. Aber wie cool der das da in der zweiten Liga gespielt hat, teilweise, fand ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Dann würde ich sagen, wir reden noch ganz kurz über Alex Maxim, der sozusagen auch in den Bereich zentrales Mittelfeld fällt, denn der zu Mainz 05 gewechselt ist, was auch einen relativ großen Aufruhr unter den VfB-Fans ausgelöst hat, ähnlich wie die Verpflichtung von Ronny Robert Zieler, weil Alex Maxim natürlich in den letzten Jahren auch sehr beliebt war. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war der Wechsel schon relativ absehbar und ich finde ihn auch nachvollziehbar, beziehungsweise mir hätte es natürlich besser gefallen, wenn Maxim bei uns sich durchgesetzt hätte, in dem Sinne, dass er wirklich so wichtig für uns geworden wäre, wie wir uns das alle von ihm erhofft hätten. Da das aber nicht der Fall war in den letzten Jahren, auch gerade in der letzten Saison nicht, finde ich den Wechsel okay und muss auch sagen, ich finde die Ablösesumme nicht unbedingt zu niedrig angesetzt, wenn man sich vor Augen hält, dass er in der zweiten Liga beim VfB nicht mal Stammspieler war. Also ich bin im Nachhinein mit dem Wechsel eigentlich zufrieden, beziehungsweise er hat mich auch nicht groß überrascht, weil es einfach schon sich ein bisschen abgezeichnet hat in der letzten Saison, dass das eventuell nicht mehr lange so weitergeht mit Maxim und dem VfB. Wie seht denn ihr den Abgang von der Nummer 10? Ich finde es logisch. Also ich meine, er hat das dann nochmal zum Abschluss dann eine gute Zweitligasaison gekickt, war ja dann auch hinten raus relativ wichtig. Unvergessen dieses geile Bild nach dem Aufstieg auf den Kabinen. Ich nehme ihm auch ab, dass er in Stuttgart viel zurücklässt, so ungefähr. Also das hat er ja jetzt auch öfters mal gesagt, dass er, also Stadt gibt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, sportlich ist es für beide Seiten an der Zeit gewesen irgendwo. Ich meine, er war ewig hier. Ich glaube, der braucht einfach für sich auch mal was Neues. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt bei uns nochmal irgendwie so funktioniert hätte. Also ich fand's oder finde es logisch, ob es jetzt unbedingt hätte Mainz sein sollen. Ich weiß nicht. Ich hätte es, glaube ich, irgendwo im Ausland ein bisschen besser gefunden. Aber ja, mei. Ja, am Ende knallt er dir doch wieder irgendwie 3 Kisten rein oder so eine Scheiße. Das ist doch immer das Gleiche. Es wäre der normale Lauf der Dinge, glaube ich. Aber ja, genau. Ihr habt exakt die Punkte angesprochen. Ich kann da nicht mehr hinzufügen. Gut, dann Tom, was haben wir denn noch für Flügelspieler im Kader? Flügelspieler haben wir den Josip Brekalo, Julian Green, Carlos Manet, der ja leider noch eine Weile verletzt sein wird, Tobi Werner, Takuma Asano und neu haben wir den Shadrach Akolo, der vom FC Sion zu uns gekommen ist. Aus genau. Der Schweiz. Wenn ich da direkt was dazu sagen darf, finde ich, dass Brekalo und Akolo absolute Granaten sind und ich bin mir zu 85-90% sicher, dass die zwei von Anfang an kicken werden in sehr, sehr, sehr vielen Spielen, weil die beide meiner Meinung nach in den Testspielen extrem viel gezeigt haben. So viel dazu. Ja, also ich sehe vor allem halt da viele Spieler mit sehr guten Ansätzen. Brekalo hast du gerade schon angesprochen. Akolo, ich habe ihn ja bisher auch nur in Testspielen ausschnittsweise gesehen, aber der scheint auch einen sehr guten Eindruck zu machen. Der soll ja dann auf rechts die Position einnehmen, die Mané jetzt leider nicht begleiten kann, weil er verletzt ist. Green hatte auch schon gute Ansätze, dem fehlt aber, glaube ich, noch so ein bisschen. Tobias Werner, da stand ja auch schon mal zur Debatte, ob der überhaupt noch zu Saisonbeginn im Kader ist. Ich nehme mal an, dass er noch da sein wird, auch ein bisschen als der erfahrene Spieler, der dann auch nochmal einspringt. Ich glaube nicht, dass er beim VfB nochmal einen Stammplatz haben wird. Asano stand auch in der zweiten Liga häufiger mal in der Kritik, dass er zu viele Bälle verlieren würde. Also ich bin da auf jeden Fall positiv gestimmt, was die Spieler angeht. Es ist jetzt nicht so der Superstar dabei oder so der gesetzte Spieler unbedingt. Aber ich sehe es auch so, dass wahrscheinlich Brekalo und Akolo, solange Mané noch verletzt ist, die Nase vorne haben. Ich bin gespannt, wie es sein wird, wenn Mané zurückkommt nach seiner Verletzung. Der fällt ja wahrscheinlich bis Ende des Jahres mindestens aus. Muss sich dann wieder in die Mannschaft reinspielen und dann läuft auch schon im Sommer sein Leihvertrag aus.
ich gehe mal nicht davon aus, dass wir es irgendwie noch direkt in die Champions League kommen und uns die Ablösesumme für Carlos Manet leisten können. Ja, ich bin mal gespannt, wie es auf den Flügeln aussehen wird. Ist natürlich, wenn wir auch noch gleich auf den Sturm zu sprechen kommen, keine ganz unwichtige Position, weil natürlich auch die Stürmer da vorne mit Bällen gefüttert werden müssen über die Flügel. Absolut. Und wenn, weil du das Wort Superstar in den Mund genommen hast, ich glaube, Akolo wird so einer. Also würde mich überraschen, wenn der verletzungsfrei bleibt, wenn der nicht für ganz große Spiele sorgen kann. Und es würde mich dann allerdings auch nicht überraschen, wenn er nicht sonderlich lang beim VfB bliebe. Aber die anderen, alles klar. Ich glaube trotzdem, dass Brekalo nicht ganz so weit ist wie Akolo. Auch wenn der Josip da auch aufgrund seines Alters, da sprechen wir jetzt relativ oft, oder ich spreche relativ oft drüber, über das Alter, aber die sind halt alle noch blutjung. Und wie gesagt, der Akolo ist wirklich unfassbar gut. Und klar, dann wird es drauf ankommen, wie Terodde und Ginczek da vorne bedient werden, das ist logisch. Wir haben Donis noch vergessen, der ja auch dabei ist, der auch in den Testspielen echt einen guten Eindruck gemacht hat. Mhm. Also, der also, hat sich bei Sturmann einsortiert jetzt. Ja, logisch, ist klar. Aber wie gesagt, der ist auch aus der zweiten Reihe gekommen, jetzt in dem ein oder anderen Testspiel, hat er auch ein richtig geiles Tor gemacht. Und also, ja, ich glaube, da ist wirklich extrem viel Potenzial da. Natürlich, wenn du da gegen irgendwelche, Entschuldigung, wenn ich das so sage, abgewichsten Verteidiger in der Bundesliga spielst, musst du es mal zeigen, dass du dich da durchsetzen kannst. Aber ich glaube, dass die technisch und von der Schnelligkeit her alle, die wir da jetzt gerade genannt haben, in der Lage sind, da wirklich mitzuhalten. Mhm. Gut, wenn wir sonst nichts mehr zum Mittelfeld haben, kommen wir zum Sturm. Da habe ich jetzt Simon Terodde, Daniel Ginczek und ich habe, wie gesagt, noch Anastasios Donis dazu gezählt. Abgänge hatten wir Boris Taschtschi, der jetzt beim MSV Duisburg in der zweiten Liga spielt. Und Jan Kliment wurde nochmal an Brøndby Kopenhagen verliehen. Anastasios Donis kam von, also hat letztes Jahr in Nizza gespielt, kam ursprünglich von Inter Mailand. Ja, genau, Inter Mailand. Gut, ich glaube, über Terodde braucht man nicht viel sagen. Der hat in den letzten zwei Spielzeiten zwar nur in der zweiten Liga, aber dennoch 50 Tore geschossen. Daniel Ginczek ist es hoffentlich mal wieder in der Lage, verletzungsfrei in der Bundesliga zu spielen. Ist aber auch stärker geworden gegen Ende der Zweitligasaison. Das ist eigentlich so der Mannschaftsteil, wo ich mir am wenigsten Gedanken mache. Jetzt auch noch mit Anastasios Donis, von dem du gerade schon gesagt hast, dass der mal aus der zweiten Reihe kommt. Ja, also da gibt's eigentlich am wenigsten zu meckern, würde ich sagen. Da ist auch, glaube ich, der Altersschnitt mit am höchsten in dem Mannschaftsteil. Ja, aber Ginczek darf man auch nicht vergessen, er ist Mitte 20, also ist ja eigentlich auch kein Alter. Terodde, klar, der ist halt schon ein bisschen älter, aber die Erfahrung und die Qualität von denen, ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, es wird nur spannend sein zu sehen, ob beide spielen, ob einer spielt. Das könnte noch für spannende Diskussionen sorgen. Ich bin mal gespannt, wie er die beiden unterbringt. Ja, ich glaube, dass du Wahlmöglichkeiten haben musst und dass sich da der Wolf sehr wohl Gedanken drüber gemacht hat, auch jetzt in den Testspielen, dass du mal mit beiden spielst, also mit Ginczek und Terodde meine ich, dass du mal nur mit Terodde und Donis oder nur mit Ginczek und Donis spielst. Das sind ja alles coole Möglichkeiten, finde ich. Und deswegen ist mir da gar nicht bange, wenn ich ehrlich bin. Nee, bange ist mir da ehrlich gesagt auch nicht. Das ist auch mal ein schönes Gefühl. Tom, wie siehst du denn die Situation bei uns im Sturm? Ja, nichts hinzuzufügen. Also, ich weiß nicht, ob es unser stärkster Mannschaftsteil ist, aber wahrscheinlich so von der Sicherheit her, in Anführungsstrichen, wenn man das so will, dann stimmt das wahrscheinlich, weil man mit Terodde und Ginczek halt doch nachgewiesene Knipser hat. Donis kann kicken. Und wenn man die bedient, ihr habt es alles schon gesagt. Mhm. Passt. Ja. Wenn wir uns jetzt die Mannschaft insgesamt angucken, sehr viele junge Spieler, und das wird ja auch immer wieder angesprochen, habt ihr das Gefühl, dass das zu einem Problem werden könnte in der Saison? Und wenn ja, wie könnte es zu einem Problem werden? Und wenn nein, warum nicht? Was meinst du jetzt im Sturm explizit? Nee, im gesamten Kader. Weil die Häufung an, ich sag mal, Leuten um die 20 ist ja schon auffällig.
Ja. Ja, glaube ich, also gehe ich mal nicht von aus. Also kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist mein. Also ich denke, dass es schlimmer wäre, wenn man. Also da mache ich mir ehrlich gesagt, ich fange mal andersrum an, ich mache mir da im Sturm ehrlich gesagt eher mehr Gedanken, weil Girotti und Ginczek schon zwei Spieler sind, die, glaube ich, beide Ansprüche stellen können, dass sie immer kicken wollen. Und da sehe ich dann eigentlich eher, also ich glaube es nicht, dass es passiert, aber wenn ich irgendwo Stresspotenzial sehen würde, dann eigentlich da, auch wenn ich das nicht glaube. Weil bei den ganzen Jungen, ich meine, haust du dich halt rein, dann spielst du auch so ungefähr. Ja. Also ich meine, mir geht's von dem her. Mir geht es so weniger um. Du meinst jetzt erfahrungstechnisch, ja, genau. ob die insgesamt zu jung sind, ach so, oder zu, ja, grün, genau, sind. Da habe ich das so falsch willst. Verstanden. Genau, ja, genau, genau. Ja, ja, also ich meine, jetzt haben wir die jungen Wilden wieder, weißt du? So kann man es ja auch mal sehen, die vielleicht dann tatsächlich noch mit einer gewissen Unbekümmertheit und auch einer Klasse, die sie haben, dann das gepaart, kann viel bewegen, kann natürlich auch in brenzligen Situationen nach hinten losgehen. Aber ich tue mir schwer, da jetzt schon so den Befürchtungen zu äußern oder so den Teufel an die Wand zu malen, weil ich bin nicht auch gern mal ein bisschen anders als die Kollegen. Lass sie doch mal kicken und dann schauen wir mal und versuch mal, denen einfach noch ein bisschen Bonus zu geben und dann ziehen wir irgendwann mal vielleicht nach 5 Spielen einen Strich und dann mal nach 10 und so weiter. Aber jetzt lass sie doch einfach mal kicken. Mhm. Ja, das wollte ich gerade, da hatte ich den Gedanken auch so. Ich glaube, wenn mal eine Mannschaft 5 Spiele vergeigt hat, dann ist es auch ehrlich gesagt scheißegal, wer da kickt. Da haben sowohl alte Haudegen als auch junge, glaube ich, ein Problem damit. Mhm. Wenn da irgendwie, also ich glaube, das ist ja egal. Gut, wenn ihr sonst nichts mehr zur Mannschaft zu sagen habt, würde ich sagen, dann gucken wir uns noch so ein bisschen an, was sonst noch so in der Sommerpause, in der Saisonvorbereitung passiert ist. Ich gehe mal kurz über die Testspiele drüber. Es ging los am 9. Juli mit dem 1:1 bei den Kickers, wo Donis sein erstes Tor für den VfB gemacht hat. Dann haben wir gegen Dynamo Dresden 1:2 verloren mit dem Patzer oder Fehler oder wie man es auch immer nennen möchte, von Ronne-Robert Zieler, wo er ein bisschen zu weit vom Tor stand oder der unglücklichen Situation 1:2. Daniel Ginczek hatte das Tor gemacht nach einer Vorlage von Shadrach Akolo. Dann das 1:2 gegen FC Heidenheim, wo Akolo wiederum getroffen hat nach einer Vorlage von Burnic, auch sehr sehenswert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dann gab es ein 5:0 gegen Kasim Pasa, einen türkischen Verein in Kufstein, wo dann Donis getroffen hat, in Sua nach einer Vorlage von Ginczek, Prekalo noch ein Tor. Ginczek hat noch eine Vorlage von Donis nochmal getroffen und in Sur hat er noch ein zweites Mal getroffen. Ein 2:0 gegen Tripolis, wo Terodde und Ailton getroffen haben, jeweils nach Ecken. Dann gab es noch ein 1:1 gegen Huddersfield Town. Da habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, wer da die Tore gemacht hat. Und ein 1:2 jetzt gestern am Sonntag in Reutlingen gegen Betis Sevilla. Allgemein, ich habe die Testspiele, wie gesagt, nur in der Zusammenfassung gesehen. Am Anfang wurden noch ein paar Spieler von der zweiten Mannschaft eingesetzt. Niklas Sommer beispielsweise als Rechtsverteidiger, Haik Galstian, wenn man ihn so ausspricht, als Linksaußen. Und Alexander Kreuz, der auch im defensiven Mittelfeld spielt in der zweiten Mannschaft. Das war allerdings nur in den ersten beiden Spielen so. Je weiter die Vorbereitung im Voranschritt, hat man sich dann doch auf den Kernkader, beziehungsweise auf den Profikader konzentriert. Ich messe, oder bin auch der Meinung, man sollte Testspielen nicht zu viel Bedeutung beimessen. Das wissen wir alle spätestens seit dem 4:2 gegen Manchester City. Aber so allgemein hatte ich doch schon das Gefühl, dass offensiv sehr gute Ansätze sind und dass auch man in der Defensive nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen muss, wobei das natürlich auch immer ein bisschen vom Testspielgegner abhängt. Ich weiß nicht, wie viel ihr beide jetzt von den Testspielen gesehen habt, aber was sind denn so eure Eindrücke? Was kann man aus diesen Testspielen, kann man was aus den Testspielen mitnehmen und wenn ja, was? Tom, du hast viele gesehen? Naja, du hast wahrscheinlich mehr gesehen als ich. Ich fand die Offensive, glaube ich, allgemein besser als die Defensive, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Ich glaube, nur gegen Kasim Pasa, gut, das war das 5:0, aber da fand ich die erste Halbzeit ziemlich gut defensiv und in der zweiten ging es dann auch nach vorne ab und sonst allgemein nach hinten manchmal noch so ein bisschen näher.
nach vorne geht's eigentlich bis jetzt ganz gut, finde ich. Also man spielt sich ganz gute Chancen raus. Passt. Also bin gespannt, wie es dann gegen Cottbus aussieht. Also allgemein finde ich, ohne da jetzt näher auf die Einzelnen eingehen zu wollen, klar, Kasim Pasa, ich fand die, die waren auch schwach. Die waren nicht wirklich gut, muss man sagen. Auf der anderen Seite hat da, finde ich, der VfB stark gespielt, den Ball laufen lassen. Und du hast, finde ich, in allen Testspielen, die ich zumindest gesehen habe, gemerkt, welches Konzept da verfolgt wird. Wenn du das dann quasi aus dem Training oder im Training beobachtet hast und wie das dann im Spiel umgesetzt wurde, welche taktischen Maßnahmen da gegriffen haben, welche technischen Maßnahmen auch gegriffen haben und sowas. Das alles, finde ich, hat Hand und Fuß und du hast gesehen, da ist ein Plan dahinter, da steckt tatsächlich eine Idee dahinter, wie das gespielt werden soll. Und das hat mich schon überzeugt und du hast auch gemerkt, weil das ist ja oft so, wenn du dann im Trainingslager bist, dann fragen sich viele, wie war die Stimmung und so. Und da muss ich sagen, die war sehr konzentriert. Also bei allen Testspielen war die komplett konzentriert und beim Training wirklich also richtig voll da. Und das hat mich, sage ich mal, sehr positiv gestimmt, was da die Arbeit von Hannes Wolf auch angeht oder dem ganzen Trainerteam angeht. Mhm. Das hört sich gut an, würde ich sagen. Du hast gerade schon angesprochen, die Stimmung. Du warst ja auch beim Trainingstag im Stubaital. Richtig, ja. Drei Tage lang da. Was hast du, warst du vorher schon mal bei Trainingslagern dabei? Oder ja, im Laufe der Jahre war ich doch bei einigen mit dem einen oder anderen Highlight verbunden. Ich fand das, ich habe es gerade mal kurz gesagt, ich fand die Arbeit wirklich extrem, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, konzeptionell, weil das klingt dann immer gleich wie so zu Konzepttrainer und sowas und das in die Richtung will ich es gar nicht so richtig, weil das ja oftmals so negativ bei vielen Fans ankommt. Der böse Laptop-Trainer. Der böse Laptop-Trainer. Aber ich finde, prinzipiell ist es ja nicht schlecht, wenn du ein Konzept hast. Und insofern fand ich das wirklich schön zu beobachten, wie die versuchen, das umzusetzen und tatsächlich wie ernsthaft. Das liegt, glaube ich, auch daran, an dieser viel und oft zitierten Konkurrenzsituation, die sich da jetzt ergeben hat. Die merken alle, da sind echt gute Jungs hinter mir und in meinem Rücken oder vielleicht sogar vor mir. Da muss ich einfach die 2 oder 3% zu 104% oder 105% noch drauflegen. Und deswegen hast du da schon den Eindruck gehabt, ohne dass da jetzt komplett alles verbissen geguckt hat oder sowas, da war schon auch Spaß dabei, ist ja logisch. Aber insgesamt fand ich das die Arbeit sehr konzentriert. Mhm. Und wenn du es mit anderen Trainingslagern vergleichst in der Vergangenheit, hast du das Gefühl, also anders gefragt, kann man aus der Stimmung im Trainingslager was über die Saison ableiten oder ist das wie mit den Testspielen eigentlich? Nee, da tue ich mich echt schwer, ganz ehrlich. Ich war da jetzt 4,5 Tage im Stubaital. Da tue ich mich schwer, tatsächlich das so rüber zu transferieren in der Saison. Also du kannst sagen, Dubai, wenn du da warst mit Armin Fee oder dann Trainingslager in Portugal mit Labbadia oder mit wem auch immer. Also es ist alles, jeder hat da seine Art, aber die jetzt miteinander zu vergleichen und zu sagen, oh, damals, da war die Stimmung aber viel, viel besser und die haben dann auch besser gekickt oder da war die Stimmung viel zu gut. Manchmal ist es ja auch so, dass dann manche sagen, da war die Stimmung viel zu gut im Trainingslager, das war nicht ernsthaft genug und sowas. Das ist ja alles so Interpretationssache. Und deswegen tue ich mich da echt schwer, also das in eine Saison rüberzuholen. Ich finde, das ist das, was ich vorher gesagt habe, wenn du siehst und beobachtest, wie gearbeitet wird, welche Konzentration dahinter steckt, welches Konzept dahinter steckt, ob da ein bisschen, ich sage jetzt mal, was Neueres dabei ist oder anderes dabei ist, dann finde ich, kannst du, und wie das dann nachher umgesetzt wird in Testspielen, finde ich, das, wenn du das siehst,
dann weißt du, okay, die haben es begriffen, was der Trainer will. Und da scheint mir das im Moment auf jeden Fall absolut da zu sein. Mhm. Sehr schön. Dann halten wir fest. Wir gehen mit einem guten Gefühl aus der Sommerpause, aus den Trainingslagern in die Saison. Tom, hast du zum Thema Trainingslager-Testspiele noch Fragen an den Andreas oder noch was zu sagen? Keine mehr, alles gesagt. Sehr schön. Meiner Meinung nach. Dann würde ich, bevor wir noch einen kurzen Ausblick auf die kommende Bundesliga-Saison werfen, würde ich kurz noch mal ein paar Themen ansprechen, die sich so in der Sommerpause aufgetan haben. Teilweise haben wir schon drüber gesprochen. Die Ausgliederung ist mittlerweile komplett umgesetzt. Das heißt, wir haben jetzt einen e.V., in dessen Vorstand Thomas Hitzelsberger ist und Dr. Roland Geiser heißt er, glaube ich. Mhm. Oder so ähnlich. Und wir haben einen Vorstand der AG, die bis vor kurzem noch aus Jan Schindelmeiser unter anderem stand. Die anderen beiden sind Jochen Röttgermann und Stefan Heim, die bisher in der im e.V.-Vorstand waren. Wir haben einen Aufsichtsrat der AG, dessen Vorsitzender Wolfgang Dittrich ist, der gleichzeitig auch noch e.V.-Präsident ist. Und in dem ansonsten neben verschiedenen Vertretern von Mercedes-Benz auch ein Fan-Mitglied ist, nämlich Dr. Bertram Suckheister vom VfB-Fanclub Courage Gerlingen. Genau, und wo es, glaube ich, auch nochmal am deutlichsten geworden ist, dass der VfB ist, eine als AG agiert in der Bundesliga, sah man daran, dass auf der Webseite die Rubrik Verein durch die Rubrik oder die Rubrik Verein in Club umbenannt wurde und dass überall das e.V. sowohl auf der Webseite als auch bei Facebook und Twitter verschwunden ist. Genau, ich habe mich gefragt, warum man jetzt unbedingt auf der Webseite den Verein in Club umbenennen muss. Alles andere ergibt sich wahrscheinlich einfach aus den rechtlichen Konsequenzen auch der Ausgliederung. Ja, ich weiß nicht, Tom, hast du dazu aus Fansicht sozusagen noch was zu sagen zu der Umbenennung oder dem Entfernen des e.V.s? Das Kind ist doch eh in den Brunnen gefallen, oder? Also ich meine, man hat halt jetzt halt für die Ausgliederung gestimmt. Ja. Und wenn man das getan hat und das hat ja eine überwältigende Mehrheit gemacht, dann ist das jetzt so. Punkt. Ja. Also ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel drüber zu diskutieren. Mhm. Worüber man hingegen noch ein bisschen kurz sprechen könnte, wäre die Aussagen von Wolfgang Dietrich, der, so wie Dr. Martin Luther King gesagt hat, I have a dream. Und zwar besteht sein Dream darin, dass der VfB in 4 bis 5 Jahren nur noch 2 Vereine vor sich hat. Der eine sei im Süden angesiedelt, der andere im Westen. Wir gehen mal davon aus, dass er von Borussia Dortmund, beziehungsweise dass er von Bayern München und Borussia Dortmund spricht. Was haltet ihr davon, von solchen Aussagen, wenn man sich auch vor Augen hält, dass Wolfgang Dietrich sowas wahrscheinlich nicht einfach unbedacht gesagt hat und dann gesagt hat, ja, es war ja nur ein Traum und darauf vertraut hat, dass alle das auch so wahrnehmen, dass er das nur als Traum formuliert? Ja, also wenn ich was dazu sagen kann, der Freund Wahler hat da auch schon Probleme damit bekommen. Ich finde es mutig, um es mal vorsichtig zu sagen, denn es muss ja viel zusammenkommen, wie ihr wisst, dass du erfolgreich bist in der Bundesliga und das dann auch über längere Zeit bist. Und deswegen finde ich es mutig. Aber ich meine, wenn du Ziele hast und wenn du aus den Zielen Träumen machst, dann okay, das bleibt jedem selbst überlassen. Es ist auf jeden Fall eine mutige Aussage. Mhm. Ah, ist vielleicht eine Schublade zu hoch. Also ich meine, dass man Ziele hat, ist ganz gut. Ich finde es unrealistisch, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch nicht, bevor man sich dann hinstellt und sagt, ja, wir würden über kurz oder lang wieder in die Top 10, das wäre wahrscheinlich auch um die Ohren geflogen. Von dem her, ich weiß nicht, ob man es überhaupt kommentieren muss. Vielleicht war das auch irgendwie Strategie vor Daimler oder was. Oder vor sonstigen Investoren. Kann ja sein. Ja, ich sehe es halt immer so ein bisschen problematisch, wenn du halt als Aufsteiger direkt noch vor Saisonbeginn, und ich meine, er weiß natürlich, wie sowas nämlich ankommt, nämlich, dass am Ende es heißt, VfB will dritte Kraft werden, bevor man überhaupt ein Spiel in der Bundesliga wieder absolviert hat. Aber du hast natürlich recht, es kann auch einfach Taktik sein, beziehungsweise auch einfach der Versuch, einfach selbstbewusst Ziele zu formulieren. Nur müssen dann halt jetzt auch die Taten folgen. Das ist das Problem bei solchen Aussagen. So ein bisschen wie bei, du hast es gerade schon angesprochen,
Andreas, wie die Aussage von Bernd Wahler damals. Gut, ich glaube, über den Kader und die Ansage, dass keiner einen Stammplatz hat, auch Christian Gentner nicht, hat man schon so ein bisschen drüber gesprochen. Der VfB ist jetzt auch im E-Sport aktiv. Seit ein paar Wochen. Jan Schindelmeiser hatten wir damals auch zu dem Thema befragt, beziehungsweise Erik und Ron haben das für uns in der als Außenreportage gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit E-Sports relativ wenig anfangen. Ich finde es interessant, dass da so viele Leute gibt, die sich das angucken, dass man damit so viel Geld verdienen kann. Und ich finde es auch interessant, dass der VfB diesmal eher zu den Vorreitern zählt als zu den Nachzüglern. Ja, wie seht ihr das Thema? Interessiert euch das? Hat das für euch eine größere Relevanz? Meint ihr, dass das für den VfB nochmal eine größere Relevanz haben wird in Zukunft? Ja, ist vielleicht so zur Markenschärfung bei den Jüngeren vielleicht gar nicht so schlecht. Also, wenn man da jetzt mal turbo-kapitalistisch an die Sache rangeht, dann weiß ich nicht, dann fängst du halt bei Babys an, von meinem Cousin das Kind, das blättert halt im VfB-Buch oder was rum, im Bilderbuch, und die 10- bis 16-Jährigen oder was, die gucken dann vielleicht dem VfB-FIFA-E-Sports-Team zu und stehen dann mit 16, 17, 18 auch im Stadion oder was, also vielleicht so vor dem Hintergrund. Ich selber finde es jetzt gerade bei Fußball nicht so spannend. Ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen Counter-Strike verfolgt. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz lustig, so taktisch und so. Aber ist auch schon wieder vorbei, was mich, also langfristig fasziniert es mich einfach nicht. So, ich glaube, das ist ein sehr, sehr cleverer Schachzug war, das aufzunehmen und sich da einen weiteren Verbreitungsweg zu suchen. Nicht nur aus Marketinggründen, auch aus, um dich, wie du gesagt hast, Tom, dich ein bisschen abzuheben und da schon mal in die Zukunft zu arbeiten. Ich glaube, das tut keinem weh. Im Gegenteil, das ist ein Ding, das, wie ihr ja wisst, enormen Wachstum hat. Und da wird ja schon drüber diskutiert, das bei Olympischen Spielen aufzunehmen und lauter so Sachen. Also ich glaube, dass du da wirklich Fuß fassen musst, wenn du ein progressiver, moderner Verein sein willst. Und das hat der VfB gemacht, auch aufgrund des Antreibens von Jan Schindelmeiser und der Marketingabteilung. Also auch da, fand ich, war der sehr, sehr umtriebig. Mhm. Gut, dann gab es noch die Vertragsverlängerung mit Hannes Wolf, was ich auch als eigentlich sinnvoll empfinde. Ich glaube, er hat jetzt um ein weiteres Jahr, glaube ich, bis 2019 verlängert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich denke mal, das ist aber nach der letzten Saison und mit den Ansätzen, die man auch gesehen hat, durchaus eine sinnvolle Geschichte. Ich glaube, ursprünglich hat der Vertrag bis Ende dieser Saison und hat es jetzt um eine weitere Saison verlängert. Ich bin auch mal, ehrlich gesagt, mal gespannt, wie bei dem, sollte es bei uns mal nicht mehr weitergehen, wie es bei dem weitergeht. Ob er einen ähnlichen Weg gehen wird wie seine Mentoren Thomas Tuchel und Jürgen Klopp. Wie seht ihr die Vertragsverlängerung mit ihm? Ja, positiv. Ich denke, das ist ein guter Trainer. Das hat er bewiesen. Ich bin gespannt, wie es jetzt in der Bundesliga aussieht. Ich finde es gut. Ja, ist die logische Folge. Also mehr kann man da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Mhm. Dann hat der VfB natürlich auch in diesem Jahr wie in jeder Saison neue Trikots und hat es dieses Jahr lustigerweise nicht geschafft, ein Trikot so vorzustellen, wie er sich das gewünscht hat. Beim ersten Mal war es, glaube ich, so, dass der Bräuninger oder irgendwer hatte es schon im Aushang und hat dann erst gemerkt, dass es erst einen Tag später ausgehängt werden sollte. Beim zweiten hat es, glaube ich, Carlos Manet geleakt und das dritte tauchte irgendwo im Internet auf. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für den Tom noch interessanter als Fan als für dich unbedingt, Andreas. Wie gefallen dir die Trikots, Tom? Was sagst du zum Trikotgate? Ich finde das Heimtrikot furchtbar, ehrlich gesagt. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Da fand ich das von letztem Jahr viel, viel besser. Also ich mag einfach das Schwarz nicht. Keine Ahnung. Also ich finde es einfach nicht hübsch. Das Rote finde ich ganz cool so, das ist ja solide, und das Schwarze finde ich eigentlich ganz geil. Mhm. Also erst fand ich es irgendwie kacke, weil das VfB-Logo da ein bisschen kacke aussah, fand ich, also nicht mehr mit Rot und so weiter und so fort.
Aber mit dem habe ich mich irgendwie angefreundet. Das hat irgendwie was modisch, modernes, schlichtes. Ich finde es geil. Ich weiß auch nicht. Hat was. Ja. Lennart, ich bin froh, dass ich nichts zu Designfragen beantworte. Gut, dann noch ein paar Zahlen. Der VfB hat über 30.000 Dauerkarten verkauft, was, glaube ich, mittlerweile auch neuer Rekord ist an Dauerkarten. Was nicht unbedingt verwundert nach dem Wiederaufstieg und der Euphorie um den Wiederaufstieg auch. Ich habe nochmal geguckt, der VfB erhält jetzt dieses Jahr 33 Millionen aus der Fernsehvermarktung und ist damit, glaube ich, eher am unteren Ende. Nur Red Bull Leipzig erhält, glaube ich, weniger. Dann hatten wir in der Sommerpause zumindest bis zum G20-Gipfel nochmal eine Debatte über Fangewalt, Fanausschreitungen, nachdem es ja bei uns im Derby ein bisschen geknallt hat und dann auch die Relegationsspiele nicht ganz geräuschlos vonstatten gingen. Da gab es einen Fußballgipfel in Baden-Württemberg, angesetzt von vom Innenminister. Wie gesagt, ich denke, die ganze Debatte ist jetzt durch G20 in der Öffentlichkeit wieder so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ja, Tom, wie hast du das gesehen? War die Debatte berechtigt, die da ausbrach, gerade nach den Relegationsspielen, oder fandst du es übertrieben? Ich finde das immer ein bisschen hysterisch, wenn es um Gewalt im Fußball geht. Also ich finde es verachtenswert. Mir geht es total auf den Sack. Ich will zum Fußball gehen und nicht auf die Fresse bekommen. Oder irgendwie sehen, wie Menschen aufs Maul bekommen oder sonst irgendwas, um es mal deutlich zu sagen. Aber ich denke trotzdem noch, dass man extrem sicher ins Stadion gehen kann hierzulande. Ich glaube, jeder Besuch beim Oktoberfest oder sonst wo ist gefährlicher, ehrlich gesagt. Und deswegen finde ich es ein bisschen, weiß nicht, dran vorbei diskutiert. Also ich denke schon, dass es Gewaltprobleme gibt, ob das jetzt unbedingt extrem mit Fußball zu tun hat. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist eher was Gesellschaftliches. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da müsste man auf höherer Ebene eigentlich drüber diskutieren. Mhm. Aber ja, also ich finde es ein bisschen hysterisch und fehl am Platz. Aber ich kann es trotzdem irgendwo nachvollziehen, dass man es wahrscheinlich irgendwie machen muss, um die Meute zu beruhigen oder so. Aber das ist meine sehr persönliche Meinung dazu. Mhm. Wie war deine Wahrnehmung dabei, ja, Andreas? Ja, ich finde, dass man auf jeden Fall drüber diskutieren muss. Ich finde, und da bin ich komplett bei Tom, es hat einfach mit Fußball gar nichts zu tun. Ich glaube, es ist tatsächlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, auf jeden Fall. Aber insgesamt finde ich, was mich halt komplett nervt, ist dieses Aggressionspotenzial von manchen. Nicht nur beim VfB, aber ich habe das halt auch dann häufig am eigenen Leib erfahren, wenn du, was wir ja dann auch sind, als Field-Reporter im Stadion stehst oder stehst vor der Fankurve und du wirst herbeleidigt, die pissen in irgendwelche, Entschuldigung, wenn ich das so sage, in irgendwelche Bierbecher und schmeißen die Richtung Zaun und du stehst da drunter und so. Also das ist alles, was ich komplett daneben finde. Mhm. Ich erinnere mich noch an Meierhofen, Trainingslager. Jetzt bist du wieder weg. Für einen Kameramann. Jetzt wieder da? Mhm. Bin ich wieder da? Okay. Ja, wie gesagt, ich erinnere mich noch an Meierhofen, ans Trainingslager mit Armin Fee. Da habe ich für einen Kameramann ein Stativ getragen und da waren dann, ich sage jetzt mal, ich nenne jetzt die Jungs nicht, wo die herkamen, aber ich sage jetzt mal, dunkle Hutis und alle grimmig guckend und das Erste, was sie dann zu mir gesagt haben, ach guck mal, da kommt der Wichser vom SWR und das will ich, ich meine, ich bin alt genug, aber und dann abends in irgendeinem Café in Meierhofen angepöbelt zu werden, das brauche ich alles nicht, aber da sehe ich einfach, welches Grundpotenzial da ist und welche Aggressionsbereitschaft da ist und da war abends eine eingeladen vom VfB, wie in jedem Trainingslager so ein Fan-Treffen. Mhm. Wir durften mit der Kamera da mal eine Viertelstunde mit ein paar Fans reden und sowas und dann kriege ich von hinten auf die Schulter getippt und sage, hey, wenn du mich filmst, kriegst du auf die Fresse. Mhm. Und so. Das kann ich einfach, wirklich, da fehlt mir jegliches Verständnis und da werde ich auch, da werde ich dann auch fest, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und das war noch vor der ganzen unsäglichen Lügenpresse. Meierhofen, das war vor 3 Jahren. Ja, klar, vor 3 Jahren. Schon, ja. Ja.
Also das ist alles, finde ich, einfach, ja. Und weißt du, da brennen die beim Testspiel gegen, das war glaube ich auch eine türkische Mannschaft, brennen die dann plötzlich irgendwelche Bengalos ab bei dem Testspiel. Dann denke ich, okay, gut, alles gut. Was geht hier? Da waren, glaube ich, 600 Zuschauer und 50 haben Bengalos abgebrannt. Mhm. Also irgendwie passt das alles nicht mehr so richtig zusammen. Aber da bin ich auch tatsächlich, wenn es um diese Diskussion geht, auch ein bisschen fester. Gut, dann haben wir noch ein letztes Thema, was wir sicherlich auch nochmal in den Shownotes verlinken werden, weil ich das sehr interessant finde. Der VfB hat in der Sommerpause einen Datenanalysten verpflichtet, da hat der Danny Galm von Zeitungsverlag Weibling auch einen Artikel drüber gemacht, Big Data im Transfergeschäft. Das fand ich sehr interessant, weil das bisher im Fußball, glaube ich, also mittlerweile schon, aber erst in den letzten Jahren so ein bisschen entstanden ist. Der heißt George Syrianos. Und es geht schon so ein bisschen in Richtung, ich interessiere mich auch ein bisschen für US-Sport, da hat man ja wirklich sehr viel Datenanalyse und sehr viele Statistiken auch. Und ich finde es interessant, dass es beim VfB ist auch, beim VfB und im Fußball jetzt auch so in die Richtung geht. Beim Fußball insgesamt natürlich schon länger, aber jetzt auch beim VfB. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Findet ihr das interessant oder? Das bringt wahrscheinlich die letzten paar Prozent. Also ich beschäftige mich jetzt in meinem tollen neuen Job auch so ein bisschen mehr mit großen Datenmengen. Es ist noch kein Big Data, aber was man da so rausziehen kann, das hat mich eigentlich schon erstaunt. Und ich glaube auch, dass das auch beim Fußball einiges bringen kann. Also ich finde es positiv, dass man da auch neuere Wege geht, die, glaube ich, in Dortmund und Co. schon relativ, ja, ob sie normal sind, weiß ich nicht, aber ich denke, dass es die da auch gibt und ich denke schon, dass es eine gute Sache ist. Also gerade da, ich denke, man kann halt zielgerichteter nach Spielern suchen vielleicht. Oder auch halt Training und so weiter optimieren damit. Also ich denke schon, dass da noch ein paar Prozent dann rausgekitzelt werden können. Ja, finde ich auch. Jan Schindelmeister hat das damals wirklich plausibel erklärt und jedem, der sich damit beschäftigt, ist klar, dass du, wo alles zusammenwächst und enger wird, natürlich das Letzte, wie du schon sagst, Tom, rauskitzeln musst. Und es geht darum, wenn du neue Spieler holst, wie sind die aufgestellt, aber auch deine Spiele, die du hast, welcher Trainingszustand und so weiter und so fort. All das wird da ja analysiert und das finde ich absolut sinnvoll. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, haben wir somit den Blick auf die Sommerpause abgeschlossen, wenn euch dazu nichts mehr einfällt. Dann wagen wir noch einen Blick auf die kommende Bundesliga-Saison. Wenn man sich jetzt die Gegner anschaut, dann sind das im Grunde fast die gleichen wie vorletztes Jahr. Gegen Freiburg haben wir länger nicht gespielt. Gegen Red Bull Leipzig haben wir noch nie gespielt. Ich weiß nicht, Tom, gibt es Stadien oder Gegner, auf die du dich jetzt besonders freust in der nächsten Saison aus Fansicht? Ehrlich gesagt nicht. ich weiß auch nicht, mir hat die zweite Liga jetzt nochmal einiges gebracht, weil ich habe auch tatsächlich einfach viel Zeit dazu und bin viele Spiele gefahren. Hat auch echt Bock drauf. Jetzt habe ich auch jobtechnisch ein bisschen weniger Zeit, deswegen wird es wahrscheinlich eher mal öfters ins Neckarstadion gehen. Ich denke, ja, Frankfurt wird sicherlich wieder ganz lustig, auch weil lange dort gewohnt. Ja, solche Geschichten sind dann schon cool, glaube ich. Ja. Also auch, wo ich mich persönlich immer freue, ist Köln, weil ich das Stadion einfach sehr cool finde. Ansonsten ist es halt anders als letzte Saison wirklich so, dass man halt viele Stadien einfach schon zum x-tausendsten Mal sieht. Also Dortmund war ich schon viel zu häufig, Hannover hat uns ja erst durch die Ligen begleitet. Hamburg, das beim Berlin-Spiel bin ich leider auch dieses Jahr nicht dabei. Das habe ich noch nie geschafft, zu einem Ligaspiel nach Berlin ins Olympiastadion zu kommen. Ja, also ich glaube, anders als letzte Saison, als wir den Ausblick auf die Saison zu 16-17 gemacht haben, ist es, was jetzt die Gegner und die Stadien angeht, weniger spannend. Andreas, gibt's denn hast du ein Lieblingsstadion oder ein Stadion, aus dem du gerne irgendwie berichtest? Ich kann dir da nicht ganz zustimmen. Ich finde, man kann nicht oft genug in Dortmund sein, wenn ich ehrlich bin. Und da gab es ja auch schon große Spiele, erinnert euch, in den noch etwas besseren Zeiten des VfB gab es da wirklich auch schon wirklich coole Spiele. Mhm. Und ich persönlich, werden sich viele natürlich jetzt am Kopf kratzen, fahre super gerne nach Freiburg.
Einfach weil man es gefällt mir irgendwie. Ich finde schön, dass da mal auf einem Gefälle gekickt wird, nach wie vor. Und ja, irgendwie finde ich das ganz cool. Auch aus unserer regionalen Sicht natürlich, ist logisch. Aber insgesamt, ganz ehrlich, fahre ich da super gerne hin. Dortmund nach wie vor, wo ich überhaupt nicht gerne hinfahre, ist auf Schalke und in die Allianz Arena. Gefällt mir einfach nicht. Das ist mir, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht war ich da immer zu den ungünstigsten Spielen, weiß ich nicht, aber ich finde die Atmosphäre da einfach nicht prickelnd. Ja, also wenn man das aus Fansicht sieht, ist Freiburg natürlich weniger schön, weil der Gästeblock einfach super unpraktisch liegt in der Ecke da und man eigentlich nichts vernünftig sieht. Schalke sehe ich ganz ähnlich auch wieder aus Fanblock-Sicht, weil man halt in diesem Plexiglaskasten da sitzt. In Köln ist halt der Gästeblock einfach sehr, sehr schön, weil der sehr groß ist. Und auch sehr gut positioniert da. Ja, was die nächste Saison angeht, du hast Freiburg schon angesprochen, hat der Edrasibo, Ralf Simon, noch eine Frage. Welcher Club hat im SWR-Land am Saisonende die Nase vorn? Wird einer von ihnen absteigen? Welcher? Das ist natürlich, die Frage ist natürlich an dich gerichtet als SWR. Oh Gott, das ist ja, da kann ich mich ja nur in die Nesseln setzen. Das ist ja komplett schwer. Ich sage es jetzt mal nüchtern betrachtet. Ich glaube, dass auch da werden wir jetzt die VfB-Fans natürlich den Hals umdrehen. Ich glaube tatsächlich, dass die in Hoffenheim einen sehr guten Job machen. Ich glaube auch, dass die in der nächsten Saison wieder weit vorne sein werden. Oder diese Saison, besser gesagt, natürlich in der kommenden Saison vorne mitspielen werden. Einfach weil das vernünftige Menschen sind dort, ohne dieses ganze, wie sag ich mal, Retorten, ja, Thema, das aus, sag ich mal, Journalistensicht nicht unbedingt jetzt das Vordergründigste ist. Und dann kommt, glaube ich, der VfB. Ich denke, dass da was Großes kommen kann. Das hängt an Nuancen, glaube ich. Also das ist ein sehr fragiles Konstrukt. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass die tatsächlich sich in die Top Ten vorschieben. Und ich glaube, dass Freiburg wieder gucken muss, dass sie möglichst schnell ihre, sag ich mal, 35 Punkte haben, dass sie nicht absteigen. Man hat ja bei Aufsteigern auch immer so das Phänomen, dass sie häufig von anderen Vereinen oder von einer Mannschaft nur bis unterschätzt werden und dann ganz häufig, Ausnahmen bestätigen die Regeln, doch eine überraschend gute Saison hinlegen. Also wie gesagt, wenn man jetzt mal Fürth oder Ulm ausnimmt, die ja in der ersten Saison gleich wieder runtergegangen sind, siehst du den oder seht ihr den VfB da in einer vergleichbaren Situation, dass er unterschätzt wird von den anderen oder ist das eher aufgrund der langen Geschichte, die der VfB jetzt auch wieder in der Bundesliga hatte, seit dem Abstieg davor, eher nicht der Fall? Ich glaube nicht, dass wir unterschätzt werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Also ich denke, dass wir eine vernünftige Saison spielen werden und das müssen wir schon aus eigener Kraft irgendwie schaffen und da wird uns niemand irgendwas schenken. Ja. Aber ich glaube schon, dass wir die Chance haben, ins Mittelfeld zu kommen, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Also ich glaube schon, dass uns die Spielweise in der Bundesliga eigentlich doch entgegenkommen sollte, versus in der zweiten Liga, wo echt krass gemauert wurde teilweise, wo man aber dann ja auch selber nicht so gut aussah, wenn ich da an diverse Spiele denke. Aber ich denke trotzdem, dass wir in der ersten Liga mehr Platz haben werden. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das kommt uns entgegen. Ja. Gut. Dann gucken wir mal drauf, was sich in der kommenden Bundesliga-Saison noch so ändert. Die Anstoßzeiten ändern sich. Wir haben das Sonntagsspiel, das statt um 17.30 Uhr um 18 Uhr stattfindet. 5 Spiele in der kommenden Saison werden sonntags um 13.30 Uhr angepfiffen und 5 Spiele am Montag um 20.30 Uhr. Und übertragen wird das Ganze größtenteils von Sky, abgesehen von den Freitagsspielen.
und den 13:30 Spielen am Sonntag und den Montagsspielen. Die gibt es nur bei Eurosport, genauso wie die Relegation. Und dafür muss man sich bei Eurosport einen Player, beziehungsweise muss man den Player bei Eurosport bezahlen. Das kostet, glaube ich, einmalig 30 Euro. Man hat es aber auf jeden Fall nicht mehr wie früher alles bei Sky, sondern es hat, man muss sich jetzt das Ganze zwischen Sky und Eurosport aufteilen. Ich muss persönlich sagen, ich finde diese weitere, also Montagsspiele, das hatten wir in der vorvergangenen Saison schon, mit dem Spiel in Bremen, fand ich in der zweiten Liga ein Unding, finde ich in der ersten Liga genauso ein Unding. Die halbe Stunde am Sonntag macht mir es ehrlich gesagt weniger aus, wobei natürlich Sonntagsspiele auch immer aus Fansicht ein bisschen problematisch sind, wenn man dann eine halbe Stunde später nach Hause kommt und am nächsten Tag arbeiten muss, ist das natürlich auch unschön. 13:30 Uhr, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich natürlich ein bisschen traditionalistisch 15:30 Uhr eben noch für eine optimale Anstoßzeit halte, war es in der zweiten Liga schon ganz angenehm, um 13:30 Uhr zu spielen, weil man einfach ein bisschen früher zu Hause war. Man muss natürlich dann auch eben entsprechend früher los. Ja. Habt ihr noch was zu den Anstoßzeiten? Nee. Dann ein weiteres Thema, was bereits kontrovers diskutiert wurde. Es wurde jetzt am Samstag beim Supercup das erste Mal eingesetzt und auch schon beim Confed Cup, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Der Videobeweis. Da gibt es ein Studio in Köln, in dem ein Videoassistent sitzt, der sich diese Aufnahmen aus bis zu 17 Kameraperspektiven anschauen kann vom Spiel. Und in Absprache mit mindestens einem Supervisor, wie ich es irgendwo mir rausgekopiert habe, weist er den Schiedsrichter auf klare Fehler hin. Dieser behält aber die letzte Entscheidung. Dabei können Szenen korrigiert werden, in denen es um erzielte Tore, Elfmeter, Platzverweise und die Verwechslung von Spielern geht. Wie ist eure Meinung zum Videobeweis? Haltet ihr das für eine sinnvolle Erweiterung des Regelwerks oder eher nicht? Also ich fand es da bei, war das der Confed Cup? Da fand ich das furchtbar merkwürdig. Also, weil einfach die Entscheidungen ewig gedauert haben. Da, also, ich weiß nicht, das ist, haben wir das nicht schon mal drüber diskutiert? Und ich habe das schon mal gesagt, das ist so ein bisschen coitus interruptus mäßig. Du schießt ein Tor, das Stadion explodiert, alle finden es total geil und dann kommt irgendwie der Schiri um die Ecke so, ja, nee, war 5 Zentimeter abseits. Ich meine, klar, wenn so eine Kiste gegen dich fällt, dann fluchst du wie blöde und findest es total scheiße und schreist danach, aber irgendwie, da geht doch ein bisschen was verloren. Wobei, wenn das jetzt dann halt wirklich nur bei krassen Entscheidungen dann ist, ja, vielleicht passt das dann irgendwie, ich weiß auch nicht. Nimmt vielleicht auch einfach viel, wobei, nee, stimmt nicht, viel Diskussion nimmt's nicht. Das sieht man ja, oder hat man ja dann auch schon in letzter Zeit gesehen, dass da ja dann trotzdem nur die Entscheidungen dann diskutiert wird, wie blöd, also das nimmt es tatsächlich wahrscheinlich nicht, aber so das Erlebnis im Stadion wird, glaube ich, nicht unbedingt besser dadurch. Ja, also ich glaube trotzdem, dass du mit der Zeit gehen musst und dass du den Schiedsrichtern so schnell wie der Fußball im Moment geworden ist, einfach eine technische Hilfe geben musst. Ihr wisst ja, was da alles passiert. Und wenn du unten am Spielfeld dran stehst, was wir ja häufig machen oder eigentlich immer machen, da siehst du auch mal, wie schnell das alles geht. Und da habe ich den größten Respekt vor den Jungs da an der Seitenlinie und auf dem Platz, wie gut die teilweise Situationen einordnen und sehen, wie geschult die Augen sind von denen. Und trotzdem, glaube ich, kannst du nicht alles sehen. Und da wir die Mittel haben, da in jedem Stadion gerade Kameras über Kameras stehen, warum nicht nutzen und da wirklich, wie du schon sagst, den einen klar glücklich machen und den anderen halt nicht, aber da ist es auf jeden Fall mal klar und logisch, aber wenn es natürlich so Slapstick-ähnlich wird, wie es beim Confed Cup war oder jetzt auch beim Supercup, da gab es ja auch schon wieder, sag ich mal, ein bisschen Verwirrungen und Irrungen, dann ist es natürlich kontraproduktiv, aber ich glaube, dass wir da sag ich mal, zumindest ein bisschen einen langen Atem haben müssen und hoffen, dass sich das dann einspielt. Und dann sollte man, ich glaube, mal in der Winterpause Resümee ziehen und gucken, wo hat es was gebracht, wo hat es nichts gebracht. Und dann, wenn du den Spielbetrieb mal hinter dir hast, eine halbe Saison, dann mal gucken, was ist da passiert. Aber das grundsätzlich zu verteufeln, davon halte ich eigentlich wenig.
Das wollte ich auch nicht. Ich nehme auch an, wir werden uns daran gewöhnen, wie wir uns an vieles auch gewöhnt haben. Ich finde es halt bei Sportarten, wo sowieso die Zeit gestoppt wird, beim Eishockey beispielsweise, da gibt es ja auch immer wieder Videobeweis, da fällt es auch, glaube ich, weniger auf, weil man daran gewöhnt ist, dass halt das Spiel unterbrochen ist und auch die Spielzeit. Beim Fußball ist es, glaube ich, einfach noch ungewohnt. Du hast natürlich ganz recht damit, Andreas, wenn du sagst, dass das einfach das Spiel schneller geworden ist und es ist einfach anders als früher noch schwerer zu erkennen ist für die Schiedsrichter. Und dass dann man dann natürlich, und das ist natürlich für Schiedsrichter eine Erleichterung ist, das ist ganz klar. Wenn dann natürlich auch die richtigen Entscheidungen getroffen wurden, du hast das ja gerade schon angesprochen. Das ist beim Confed Cup und den Super Cup habe ich das nicht gesehen. Aber dass es dann doch noch zu Problemen kam. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann wirklich im Bundesliga-Alltag dann auch bewährt. Weiteres Schiedsrichterthema ist, dass Bibiana Steinhaus jetzt in der kommenden Saison zur kommenden Saison aufsteigt in die erste Bundesliga. Die anderen, die aufsteigen, die sagen mir ehrlich gesagt nichts. Martin Petersen, ich glaube, Sven Jablonski hat uns letztes Jahr irgendwann mal gepfiffen und Sören Storks sagt mir auch nichts. Wolfgang Stark, Günter Perl und Joachim Drees hören auf. Ja, also wie gesagt, Bibi Steinhaus, da bin ich mal gespannt, wie die auch angenommen wird in der ersten Liga. Die war ja schon als Linienrichterin, glaube ich, aktiv und als vierte Offizielle. Sie hatte ja letztes Jahr das Heimspiel gegen Heidenheim gepfiffen bei uns, wo es dann ein sehr unschönes sexistisches Plakat bei uns in der Kurve gab. Bin mal gespannt, wie das jetzt in der ersten Liga sein wird, von einem größeren Publikum dann natürlich auch, wie sich da die Fans verhalten und ob die Frau Steinhaus auf lange Zeit erstmal die einzige weibliche Schiedsrichterin in der Bundesliga sein wird oder ob dann in Zukunft da auch mehr nachkommt. Es gibt da, glaube ich, noch eine weitere Schiedsrichterin, die relativ hoch pfeift im Herrenbereich. Ja, bin ich mal gespannt. Ich finde, das ist einfach angesagt, dass das auch mal passiert. Und die hat ja jetzt wirklich über Jahre hinweg gezeigt, dass sie da locker mithalten kann, was die männlichen Schiedsrichter angeht. Also warum der nicht eine Chance geben und warum da nicht mal versuchen, das alles außen vor zu lassen, was das Geschlecht angeht. Also Gottes Willen. Ich habe viele männliche Kollegen von ihr absoluten Misspfeifen sehen. Mhm. Und insofern, ja, darf sie das auch, finde ich. Und deswegen schauen wir uns das alles mal an. Also, ja. Ja. Ich finde das prima. Gut, und dann haben wir noch ein letztes Thema, das sich ändert. Die Vereine können jetzt auch auf den Trikotärmeln Werbung machen. Bisher war da Hermes drauf. Jetzt kann jeder seinen eigenen Sponsor drauf machen. Beim VfB ist es Gazi. Ich finde, dass auf dem roten Trikot fällt das gar nicht so sehr auf. Auf dem weißen Trikot ist es halt sehr, sehr auffällig, wenn du noch plötzlich noch so einen roten Fleck da auf dem Trikot hast. Aber auch das ist, glaube ich, was, an das wir uns jetzt gewöhnen. Ich meine, vorher war auch schon Werbung drauf auf dem Ärmel. Deswegen, mich stürzt es ehrlich gesagt weniger. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Nee. Ja, Röttgermann freut es, ist gut. Auch relativ egal, ja. Gut, dann haben wir jetzt noch ein letztes Thema. Mit dem VfB sind wir soweit für diese Folge durch. Es sei denn, ihr habt jetzt noch etwas, was ihr besprechen wollt. Ja, gut. Alles gut. Dann haben wir euch gebeten, an einer Hörerumfrage teilzunehmen zu Beginn der Sommerpause und es haben immerhin 65 Leute teilgenommen. Wir werden die Ergebnisse, denke ich, nochmal im Blog auch ausführlich vorstellen. Ich würde nochmal ganz kurz ein bisschen über die Ergebnisse gehen und euch auch dann auch sagen, was das für den Podcast in der neuen Saison bedeutet. Wir haben gefragt, seit wann hörst du den Podcast rund um den Brustring? Immerhin 25% der Leute hören uns bereits seit der ersten Folge. Wie sie den Podcast hören, also man kann den Podcast ja entweder bei uns auf der Webseite sich herunterladen oder in einer App herunterladen. 44% hören sich das auf der Webseite an, erstaunlicherweise. Ich hätte dazu irgendwie gar keinen Nerv, mich so lange vor den Rechner zu setzen. Und 49% haben den auf einer Podcast-App, auf dem Smartphone. Ich weiß nicht, und dann haben wir noch, Moment, wir haben noch 4%, die sich das über einen anderen Anbieter anhören, also eine andere, keine Podcast-App, sondern sowas wie Stitch oder TuneIn, was im Grunde so Webradio-Anwendungen sind. Ich weiß nicht, Andreas, Thema Podcast, hörst du selber welche? Mhm. Hast du mit dem Thema schon mal zu tun gehabt? Der SWR produziert ja auch im Hörfunkbereich sicherlich selber seine Sendungen als Podcast. Ja, klar, wir stellen uns ja seit einiger Zeit trimedial oder multimedial, muss man ja schon sagen, vermehrt auf. Und natürlich, den einen oder anderen Podcast habe ich früher schon gehört.
Und höre ich immer mal wieder, aber nicht regelmäßig. Mhm. Dann haben wir gefragt, bei welcher Gelegenheit hörst du uns? Die meisten hören uns auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni oder zur Schule und zurück. Das ist auch bei mir so. Ansonsten, die Leute konnten auch noch selber eintragen, wo sie uns hören. Viele hören uns im Bett, sitzen vorm Rechner, hören zu, also abends vom Einschlafen hören uns wohl auch viele beim Zocken. Genau, das waren so die Einzelmeinungen, wie die Leute den Podcast gefunden haben. Die meisten interessanterweise über Twitter. Viele haben uns auch einfach in der Podcast-App gesucht und viele auch über Facebook. Ich glaube, das ist heutzutage auch das, wie Leute einfach darauf aufmerksam werden, weil Podcast an sich, glaube ich, eher noch so ein Nischenmedium ist. Aber wenn man dann doch mal ein bisschen in den sozialen Medien dafür Werbung macht, dann kommen die Leute doch irgendwie dazu. Insgesamt seid ihr sehr zufrieden mit der Länge der Podcast-Folgen. Da haben wir euch gefragt, wie lang dürfen Podcast-Folgen eurer Meinung nach sein? Den meisten waren 90 Minuten genug. Wir sind jetzt schon ein bisschen drüber, aber wir haben ja auch keine reguläre Folge. Mit der Tonqualität sind auch die meisten relativ zufrieden. Dazu muss man sagen, wir hatten ja mit eurem Geld, mit euren Spenden ein neues Mikro gekauft. Das ist immer noch nicht beim Tom angekommen, aber wir arbeiten dran, dass auch der Tom bald genauso gut zu hören ist wie ich. Wir haben euch gefragt, wie zufrieden seid ihr mit der Häufigkeit, mit der wir Folgen aufnehmen. Da wart ihr auch relativ zufrieden mit. Ihr habt gesagt, einmal die Woche, das wäre euch am liebsten, das haben 39% gesagt. Alle zwei Wochen haben 32% gesagt und 17% haben gesagt nach jedem Spiel, also auch bei Spielen unter der Woche. Was das für die Zukunft bedeutet, darauf kommen wir gleich noch. Bei der Themenauswahl, auch da wart ihr sehr zufrieden. Ihr wollt gerne, dass wir über die Spiele des VfB reden. Das haben fast alle angewählt, über Fan-Themen. Das haben wir heute schon ein bisschen getan, das werden wir auch in Zukunft, denke ich mal, tun, je nachdem, wie es sich halt ergibt. Genau, Vereinsstrukturen waren noch so einzelne Nennungen. Besonders interessant finde ich es, wenn ihr von Auswärtsfahrten erzählt. Genau, das waren so die Themen, die euch interessieren. Die Gästeauswahl, mit der sind unsere Zuhörer auch größtenteils zufrieden. Da haben wir gefragt, sollen wir weiterhin Gäste einladen oder sollen wir es nur zu zweit machen? Überwältigende 98,5% wollen, dass wir nicht nur zu zweit reden, sondern uns auch Gäste einladen. Eine Person möchte gerne nur uns beide hören. Was für Gäste sollen wir einladen? VfB-Fans ist natürlich ganz vorne mit dabei. Journalisten, die über den VfB berichten, ist natürlich auch immer sehr interessant. Das sehen wir auch, denke ich, heute wieder, dass es sehr interessant ist, auch deine Wahrnehmung, deine Perspektiven mitzubekommen aus Journalistensicht, Andreas. VfB-Mitarbeiter ist noch beliebt, VfB-Spieler sind überraschenderweise nicht so beliebt und am wenigsten möchten die Leute Fans anderer Vereine bei uns im Podcast hören. Was Gäste angeht, konnten die Leute frei eintragen, was sie wollen. Jan Schindelmeiser steht mehrmals da, das hat sich jetzt, glaube ich, erledigt. Nee, lad den doch ein. Ich würde gerade sagen, vielleicht ist der gerade jetzt frei, aber der hat wahrscheinlich noch darf wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang nichts Interessantes sagen über seine Entlassung. das ist richtig. Die rechtliche Prüfung ist, glaube ich, da noch in vollem Gange. Ja. Dann hättet ihr gerne, dass wir mal jemanden aus der Kurve einladen. Wolfgang Dietrich, den Co-Trainer wurde genannt, Kevin Großkreuz, der jetzt in der gleichen Stadt wohnt wie ich. Vielleicht kriege ich den mal vors Mikro. Stefan Heim, Gentner, jemand aus dem Trainerteam, also auch da sehr breit. Da müssen wir einfach mal schauen, denke ich mal, was wir umsetzen können. Journalisten zu kriegen ist immer leichter als VfB-Spieler. Da bin ich ja froh. Und ja, da müssen wir einfach mal gucken, was möglich ist. Wir hatten jetzt neulich Timo Hildebrand im Interview. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil die natürlich nicht immer Zeit und auch nicht immer Lust haben, im Podcast zu reden. Ja, da haben wir euch noch gefragt, wie wichtig euch verschiedene Sachen sind. Da habt ihr eher so in der Mitte geantwortet, also Länge und Regelmäßigkeit der Podcast ist euch so mittelwichtig. Die Tonqualität ist euch eher schon wichtig, genauso wie die Themenauswahl. Die Gästeauswahl auch eher so mittelwichtig. Und ich glaube, dann können wir auch mal kurz zu den Sachen eingehen, die wir verbessern können und dann auch darauf eingehen, was wir in der nächsten Saison anders machen wollen. Also die Tonqualität wurde mehrmals angesprochen. Wir sollten vor allem zu Beginn des Podcasts weniger reden. Die vielen M's stören manchmal. Wir sollten in direkt danach ein M, wie gut. Wir sollten in heiklen Fragen neutraler werden, beziehungsweise, was auch kam, wir sollten respektvoller mit Spielern umgehen, die unserer Meinung nach keine Rolle mehr spielen, oder ein bisschen die Fanbrille ablegen. Ich glaube, Tom, das können wir an dieser Stelle schon sagen, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Wir versuchen wird schwer, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich nicht unfair sein, aber natürlich
wollen wir natürlich unsere Meinung hier auch kundtun. Und ich denke mal, das ist auch das, was viele Leute auch im Podcast interessiert, dass jemand seine Meinung vertritt. Man muss ja da nicht mit uns übereinstimmen. Aber ich glaube, wenn wir zu nichts eine Meinung hätten, wäre der Podcast relativ langweilig. Genau. Ansonsten viel Tonqualität war dabei. Gerne nochmal eine Sondersendung mit den Kollegen vom Brustring Talk. Weniger Pruddeln. Das würde ich sagen, hängt ganz von der davon ab, wie der VfB spielt. Ja, das waren so die, was wir verbessern können. Dann haben wir ganz viel Lob bekommen, was den Leuten im Podcast gefällt. Das werde ich jetzt hier nicht alles aufzählen, weil Eigenlob stinkt. Auf jeden Fall vielen Dank für eure ganzen Rückmeldungen und auch schöne Rückmeldungen. Was wolltest du uns schon mal sagen? Seit ich rund um den Brustring höre, bin ich als VfB-Fan in Nordrhein-Westfalen wesentlich besser über den VfB informiert. Danke euch dafür. Jemand wartet auf eine Einladung. Ja, also sehr viele positive Rückmeldungen. Das freut uns natürlich. Andere Podcasts, die gehört werden, ist natürlich viel der Brustring-Talk dabei, der andere VfB-Podcast, den es gibt, auch der Rasenfunk viel. Und wenn wir dann noch kurz gucken, wie alt die Leute sind und wo sie herkommen, der Großteil ist 20 bis 35 Jahre alt. Die nächstgrößere Altersgruppe sind dann 35 bis 50. Die meisten sind männlich, also 90% der Teilnehmer an der Umfrage sind männlich und der Großteil kommt aus Stuttgart und Umgebung. Und der nächstgrößere Teil sind dann Leute, die aus Baden-Württemberg kommen. Soweit zu den Ergebnissen. Wir haben uns da natürlich Gedanken drüber gemacht. Und was sich in Zukunft ändern wird, ist, dass wir ein bisschen regelmäßiger aufnehmen werden. Wir werden also jetzt versuchen, nach jedem Heimspiel aufzunehmen, was im Endeffekt darauf hinausläuft, denke ich, dass wir alle zwei Wochen aufnehmen werden. Dafür werden die Folgen ein bisschen kürzer, weil wir natürlich auch weniger zu besprechen haben. Wir werden natürlich versuchen, nochmal weniger M's einzubauen. Und jetzt versuche ich extra kein M einzubauen. Natürlich auch an der Tonqualität noch ein bisschen was zu drehen. Das wird sich mit Sicherheit durch das Mikro, was der Tom irgendwann von mir bekommt, noch ein bisschen verbessern. Ja, wie gesagt, die Ergebnisse findet ihr dann auch nochmal auf unserer Webseite. Wir haben noch eine iTunes-Rezension bekommen in der Sommerpause, die ich noch vorlesen möchte, von Smack 1883. Der schreibt: Top, sehr guter Podcast rund um den VfB. iTunes oder wie es jetzt neuerdings heißt, Apple Podcast ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, weil dadurch uns auch andere VfB-Fans in dieser Podcast-App leichter finden. Ja, was gibt's abschließend noch zu sagen? Wir müssen noch dem Ron danken für das neue Intro. Ron hat nämlich selber Musik aufgenommen, der ist auch selber musikalisch aktiv und hat selber dieses Gitarrenriff, was er da hört, aufgenommen. Untermalt von meinem Hund. Schön. Genau. Der hat perfekt gepasst. Genau, dann, Tom, möchtest du vielleicht noch was zum Thema Patreon und PayPal sagen? Wenn ihr mir nochmal ein Mikrofon spenden wollt oder ähnliches, oder vielleicht den Versand zu mir, nein, Spaß beiseite, ihr könnt uns für Patreon und PayPal unterstützen, wenn ihr das wollt. Das Ganze geht natürlich dann in die Infrastruktur. Wir haben natürlich Ausgaben, zum Beispiel für die Homepage oder für unser Aufnahmeprogramm. Und bis jetzt finanzieren wir uns fast von alleine, beziehungsweise wir haben sogar ein paar Patreon-Unterstützer. Die haben wir jetzt auch nicht genannt, oder Lennart? Hast du die gerade parat? Nee, aber die können wir noch nennen, warte. Nenn die doch mal. Genau. Und wie die Personen, die gleich folgen werden, könnt ihr uns auch unterstützen. Wir freuen uns sehr drüber. Wenn ihr das nicht tun wollt, dann hört uns gerne so weiter, erzählt Freunden von uns. Stimmt, die haben nämlich durch ihren Patreon-Beitrag sozusagen sich das Recht erkauft, in jeder Folge genannt zu werden. Das sind der Matthias und der Ron, die uns jeweils 5 Euro pro Monat spenden auf dem Timo Hildebrand-Level. Genau, so viel zum Podcast. Das heißt, wir werden uns das nächste Mal hören nach dem Spiel gegen Hertha. Dann bleibt mir an dieser Stelle erstmal, Andreas, nochmal vielen Dank zu sagen, dass du dir heute die viele Zeit genommen hast, um mit uns über den VfB zu reden. Ich fand es sehr interessant. Ja, gerne, kein Problem. Auch wenn ich aus der Zielgruppe ein bisschen rausgewachsen bin, aber habe ich gerne gemacht, hat Spaß gemacht. Ja, wir sind wieder VfB, wir wollen unsere Zielgruppe erweitern, deswegen bist du eingeladen worden. Das ist schön. Gut, dann euch noch einen schönen Abend und dann hören wir uns, sobald der VfB wieder mit Fußballspielen angefangen hat. Also, tschüss. Alles klar, macht's gut, ciao. Tschüss zusammen.